So, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ein bisschen mehr Ruhe einkehren würde, würden wir sogar recht pünktlich jetzt beginnen. Dazu wäre es hilfreich, wenn diejenigen, die da hinten noch stehen, sich einen Platz suchen würden. Und dann würde ich jetzt gerne dem Sven das Wort geben. Bitte schön, Sven. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist ja alles mal irgendwie anders. Ich glaube, das ist der erste LPR, zumindest an den ich mich erinnere, wo wir keine Tische haben. Das ist aber vielleicht deswegen gar nicht so schlimm, weil wir auch diskutieren wollen, Fragen stellen wollen, abstimmen wollen. Und deswegen begrüße ich euch sehr herzlich zu diesem Landesparteirat. Bis vor einer halben Stunde war hier sozusagen noch das Herz des grünen Experimentes, nämlich der Wahl eines europäischen Spitzenduos, also die Green Primary. Toll, dass viele schon auch da waren, das mitgekriegt haben, wie sehr wir da auch schon in der Debatte sind, für die Europawahl ein Spitzenduo zu wählen, uns die Fragen anzuhören, die Kandidatin anzuschauen. Und heute auf diesem Landesparteirat, der jetzt sozusagen offiziell, zu dem ich euch offiziell begrüße, soll auch den Landesverband Nordrhein-Westfalen einstimmen auf diese Europawahl. Das heißt, wir wollen uns auch als nordrhein-westfälischer Landesverband auf diese Europawahl vorbereiten mit dem Titel NRW im Herzen Europas. Das ist auch der Titel für den Leitantrag, den wir später diskutieren werden. Nachdem wir dann, das gehört natürlich auch selbstverständlich dazu, nach Abschluss der Koalitionsverhandlung auf Bundesebene uns Monika in ihrer politischen Rede noch mal eine Einschätzung der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene gegeben haben wird. Ich stelle fest, dass wir satzungsgemäß eingeladen haben und auch alle die Einladung bekommen haben. Und ich würde euch jetzt gerne darum bitten, die Tagesordnung zu beschließen. Da gibt es allerdings eine kleine Änderung. Es gibt einen Antrag, der eingegangen ist unter dem Punkt Verschiedenes, nämlich den Antrag V1. Von Christoph Stolzenberger und andere. Da geht es um die Landesverfassung. Da geht es aber nicht nur um die Landesverfassung. Da geht es zum Beispiel auch um die wichtige Frage der künftigen Ausgestaltung der Bekenntnisschulen in Nordrhein-Westfalen. Da geht es um die wichtige Frage der Verfasstheit der Religionsgemeinschaften in der Landesverfassung in Nordrhein-Westfalen. Es geht um verschiedene andere Fragen des Verhältnisses zwischen Religionsgemeinschaften und Staat. Dieser Antrag ist eingereicht worden, ordnungsgemäß. Und wir haben mit den Antragstellern uns jetzt so verständigt, dass der an den Landesvorstand erstmal verwiesen wird, damit wir dann einen größeren Tagesordnungspunkt auf der nächsten LDK vorbereiten können. Das ist ja ein Thema, was sozusagen sehr, sehr viele Themenbereiche betrifft, sehr, sehr viele auch Gruppierungen im Landesverband, sehr, sehr viele Themen, nicht nur was die Verfassungsfrage angeht, sondern was zum Beispiel Finanzierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften angeht. Und wir haben damit den Antragsteller uns geeinigt, dass wir diesen Debattenprozess im Landesvorstand jetzt vorbereiten, um auf der LDK im nächsten Jahr den intensiver führen zu können als heute auf dem Landesparteirat. Das mit Antragstellern ist das d'accord. Deswegen würden wir diesen Antrag von der Tagesordnung runternehmen. Und ich würde euch fragen, ob ihr mit der so geänderten Tagesordnung dann so einverstanden seid, dann hebt bitte die Karte. Sind es jetzt zu wenig Delegierte oder habt ihr noch keine Karte? Okay, danke. Ist jemand gegen die Tagesordnung? Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung haben wir die Tagesordnung so beschlossen. Ich möchte dann auch bekannt geben, dass wir ein festes Ende anstreben. Nämlich, wir haben ja eingeladen auf 16 Uhr. Auch deswegen ist der Landesparteirat ein bisschen verkürzt, weil ja wir dieses Green Primary vorher hatten, 2 Stunden. Deswegen auch viele Delegierte, auch wenn sie hier nach Köln gereist sind, auch wieder zeitig abreisen müssen. Zum Beispiel auch aus Westfalen, nach Westfalen, in Sauer, Siegerland. Das sind ja die Anreisezeiten ein bisschen schwieriger. Deswegen das feste Ende 16 Uhr, da möchten wir uns auch dran halten. Und ich möchte noch einen letzten Hinweis machen, weil heute ja nicht nur Landesparteirat und Green Primary ist, sondern auch der 1. Dezember, der 1. Advent, aber eben auch der Welt-AIDS-Tag. Und wir haben ja heute, wir wissen ja, dass bis heute sehr, sehr viele Menschen mit HIV oder mit AIDS Diskriminierung erfahren, Stigmatisierung erfahren, auch Mobbing erfahren am Arbeitsplatz, in der Schule. Und seitdem Grüne existieren, sind wir eigentlich sehr, sehr engagiert in der Aufklärungs- und der Präventionsarbeit, so auch heute. Die AIDS-Hilfe Köln hat uns zum Beispiel Schleifen zur Verfügung gestellt, hat aber dort auch Plakate aufgehangen, hat Spendendosen bereitgestellt. Das heißt, wenn ihr die Arbeit der AIDS-Hilfen für diesen wichtigen Bereich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und ich möchte euch auch bitten, da auch ein Zeichen zu setzen, dass Grüne weiter ganz klar an der Seite derjenigen sind, die sich für Menschlichkeit und Solidarität einsetzen. Vielen Dank und einen guten Landesparteirat. Vielen herzlichen Dank, Sven. Jetzt müssen wir noch unter dem Punkt Formalia zu Beginn der Tagesordnung das Protokoll des Landesparteirates vom 3. März 2013 verabschieden. Und ich frage euch, ob ihr dem Protokoll zustimmt. Bitte euch das Kartenzeichen.
Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Wunderbar. Dann steigen wir jetzt ein in die Tagesordnung. Genau. Und wir beginnen mit unserem Tagesordnungspunkt 2 zur aktuellen politischen Lage. Die politische Rede vom Landesvorstand und die wird Monika machen. Ja, danke, Corinna. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, auch liebe Gäste, die noch von den Primaries hier geblieben sind. Es lohnt sich. Wir haben heute auch noch eine spannende Debatte hier auf unserem Landesparteirat. Ja, wir alle haben in den letzten Tagen in Talkshows gehört, wie darüber diskutiert wurde, über die Frage, wer ist nun Gewinner und wer ist Verlierer bei diesem Koalitionsvertrag. Wie viel hat jetzt die CDU alles verhindert? Wie viel hat die SPD durchgesetzt? Wie viel schwarze Tinte, wie viel rotes Herzblut? Man kann diese Debatten verstehen vor dem Hintergrund, dass die SPD jetzt einen schwierigen Mitgliederentscheid vor der Brust hat und natürlich dafür werben muss, dass sie möglichst viel durchgesetzt hat. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, bleibt man in dieser sportlichen Betrachtung, kann ich aus grüner Sicht nur bilanzieren, die größten Verlierer der Großen Koalition werden sein unsere nachfolgenden Generationen, unser Naturerbe, der Tierschutz, unsere Bürgerrechte und unser Klima. Milliardenversprechen ohne Gegenfinanzierung, nachhaltige Finanzierung des Gemeinwesens, Fehlanzeige, viele Luftbuchungen, viele Prüfaufträge, vieles bleibt auch im Wagen. Positiv, und das muss man fairerweise hinzufügen, ist in der Tat der Einstieg in ein Bundesteilhabegesetz. Das bedeutet eine echte Entlastung, gerade für unsere Kommunen. Aus nordrhein-westfälischer Sicht ist das zu begrüßen, dass hier zumindest eine Absichtserklärung drinsteht, mit auch einer konkreten Zeitvorgabe. Ich begrüße ausdrücklich, dass wir auch für Flüchtlinge einiges erreicht haben, dass da die SPD sich hat durchsetzen können mit einem Bleiberecht. Und das muss man deutlich sagen, das wird Tausenden von Menschen hier einen dauerhaften Aufenthalt sichern. Das muss man dazu sagen. Optionspflicht wird abgeschafft für viele Jugendliche, die sich entscheiden müssen, Deutscher zu sein oder Türke zu sein, werden diese schwierigen Entscheidungen abgenommen. Mindestlohn. Ein Einstieg. Ja, hier hat die SPD an der einen oder anderen Stelle, liebe Freundinnen und Freunde, doch eine Handschrift hinterlassen und auch in unserem Sinne einiges für die Menschen in diesem Land erreicht. Aber in der Gesamtbilanz werden die großen Zukunftsfragen einfach ausgeklammert. Die Aufgaben werden nicht angegangen, konnten oder wollten auch nicht wirklich hier durchgesetzt werden. Beispiel Klimapolitik. Nein, es wird in dieser Großen Koalition kein dringend benötigtes Bundesklimaschutzgesetz geben. Wir hatten vorher in der europäischen Debatte noch mal sehr deutlich auch die Stimmen gehört, die gesagt haben, es wird auf Deutschland geguckt. Was macht hier die größte Industrienation? Es wäre so ein wichtiges Signal und auch als Schub für das Weltklimaabkommen 2015, wenn hier die Große Koalition in Deutschland Zeichen setzen würde. Fehlanzeige. Die dringend notwendige Reparatur des Emissionshandels, dieser wird ausdrücklich abgelehnt. Und ich glaube noch nicht mal, dass man das der SPD hat abbringen müssen, sondern dass das auch mit Zustimmung der SPD so gelaufen ist. Das Lenkungsinstrument für klimafreundliche Investitionen, das heißt auch weiterhin im Umkehrschluss ein Schutz für die Kohle. Ausbaukorridor, erneuerbare Energien. Dieser Ausbaukorridor, liebe Freundinnen und Freunde, bedeutet eine Halbierung des Zubaus gegenüber heute. Bei der Windenergie mit den Referenzwerten, die da vorgegeben sind, werden 50% unserer NRW-Windkraftstandorte potenziell gefährdet. Das heißt, die Schlüsselbranche der Erneuerbaren, ja, die effizienteste Energieform bei den Erneuerbaren, werden hier Planungssicherheiten genommen, Investitionen gebremst und die Dynamik, die wir hier auf dem Markt haben, gestoppt. Befreiung EEG-Umlage, vage Prüfaufträge, ob das die EU mitmacht, ist auch eine weitere Frage. Das heißt, eine wirksame Kostensenkung der Strompreise durch eine faire Kostenverteilung wird damit nicht kommen. Ein ganz neues Energiemarktdesign, das notwendig gewesen wäre für diesen neuen Energiemarkt der Erneuerbaren, wird es nicht geben. Marktchancen für neue Zukunftstechniken, Fehlanzeige.
Energiesparen, Energieeffizienz, Rückfall hinter Schwarz-Gelb. Und bei der Verkehrspolitik, liebe Freundinnen und Freunde, die wir Grüne ja immer mitdenken bei der Energiewende, die mitgedacht werden muss bei der Energiewende, wird nur als Instrument der Wirtschaftspolitik definiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass da sowas wie Radwege, Nahmobilität, Nachtflugverbot, Lärmschutz natürlich nicht auftaucht. 5 Millionen für Sanierungen, die wir ja auch immer eingefordert haben, mehr Geld in die Sanierungen, sind aber reine Luftbuchung, weil das überhaupt nicht finanziell hinterlegt wird. Und da sage ich mit uns, liebe Freundinnen und Freunde, kann es nur eine Energiewende mit einer Verkehrswende geben. Und das werden wir auch weiter thematisieren. Umwelt-Naturschutz, ich könnte den Koalitionsvertrag bei unseren urgrünen Kernthemen durchgehen, genau da überall im Umwelt-Naturschutz, vage Zielformulierung, keine konkreten Maßnahmen, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Hochwasserschutz, Gewässerschutz, überall da tiefe Lücken oder sehr vage Formulierungen, die nicht weiterhelfen. Landwirtschaft, Tierschutz, auch ein Herzensthema, gerade für uns. Eine echte Agrarwende mit einer bäuerlichen, umweltverträglichen, regionalen Landwirtschaft, mit endlich artgerechterer Tierhaltung, mit Schluss machen dieser Tierquälerei in der Massentierhaltung, wird es mit diesem Vertrag so nicht geben, wenn er denn so umgesetzt wird. Auch hier Lippenbekenntnisse und vage Aussagen, aber keine konkreten Maßnahmen, keine Vereinbarung nach vorne. Und einer der größten Verlierer dieser Koalitionsverhandlungen, das sind unsere Bürgerrechte, liebe Freundinnen und Freunde. Die Vorratsdatenspeicherung, ich glaube nicht, dass da viel verhandelt werden musste. Da war man sich sehr schnell einig, dass sie kommen soll. Bei den Lebenspartnerschaften, auch da, bei den eingetragenen Lebenspartnerschaften, ist es, finde ich, beschämend, wie man hier weiter Politik dem Bundesverfassungsgericht überlassen will und sich die SPD hier offenbar nicht durchsetzen konnte. Fazit: Mit diesem Vertrag wird aus grüner Sicht Zukunft verspielt. Die Chancen, das haben wir ja gerade in der Debatte auch zu Europa von Rebecca und den anderen gehört, die Chancen für eine ökologische Transformation, die da drin liegen, für unsere Industrie werden nicht genutzt. Im System von gestern wird repariert, kein Weg nach vorne gewesen. Und im Finanzbereich, auch das für uns immer wieder ein wichtiges Thema, zusätzliche Ausgaben werden mit Luftbuchen gegenfinanziert oder nach dem Prinzip Hoffnung oder, was am allerschlimmsten ist, in der Rentenpolitik, werden hier die Wünsche, die auch richtig sind, mit einem Griff in die Rentenkasse zu Lasten künftiger Generationen finanziert. Nachhaltigkeit ist etwas anderes. Ja, und auch das Geld für die Länder, für die Landespolitik, für Nordrhein-Westfalen sehr wichtig, wird weiter fehlen. Und das Regieren für uns Rot-Grün wird nicht nur aus strategischen Gründen, sondern auch aus monetären Gründen nicht leichter. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wenn man sich diese Bilanz anguckt, was ist unsere Antwort darauf? Ich sage, wir sollten uns jetzt nicht verzagt in so eine Defensive oder in die Schmollecke begeben, sondern wir sollten diese Lage als Herausforderung sehen und auch angehen. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, diese Republik wird in 6 Bundesländern von Grünen mitregiert und hoffentlich bald auch in einem 7. Von Köln aus nochmal alles Gute an Tarek und die hessischen Grünen, dass sie hier diese Titanenaufgabe hoffentlich mit einem guten grünen Koalitionsvertrag abschließen. Alle Gute, ihr werdet da starke Nerven brauchen, lieber Tarek. Der Bundesrat als Korrektivgremium, so ganz einfach ist es nicht. Selbst mit Hessen haben wir dort nicht die Mehrheit. Uns wird da immer noch ein Bundesland fehlen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, ich kann hier ankündigen, dass die grün mitregierten Länder und damit die 6, ich sage jetzt mal vielleicht 7 Umweltminister mit Sicherheit einem erneuerbaren Energiegesetz, das die Energiewende ausbremst, nicht ihre Zustimmung geben werden. Und wir werden diese Korrektivmöglichkeiten, die wir da haben, offensiv nutzen. Und, liebe Innenminister, da brauche ich die weibliche Form ja nicht nennen, liebe Innenminister, bei der Vorratsdatenspeicherung werden wir euch einen Strich durch die Rechnung machen. Und wenn wir dafür mit der FDP
Lieber Matti, wenn wir beide dafür mit der FDP, die ja in Sachsen mitregieren, reden müssen, davor sind wir dann auch nicht fies, um damit eine Mehrheit im Bundesrat zu bekommen, um dieses Projekt zu beerdigen. Deswegen, liebe Freunde und Freunde, ist überhaupt kein Grund, hier verzagt und defensiv zu argumentieren. Wir regieren mit, wir gestalten mit und diese Gestaltung werden wir im Bundesrat auch sehr selbstbewusst an den Tag legen, um hier auch die Weichen unter Umständen in die eine oder andere Richtung noch zu korrigieren. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, und dann haben wir noch einen Termin vor der Brust, nämlich den 25. Mai. Und ich sage auch hier ganz deutlich, wer den Vertrag sehr gut liest, und das werden wir ja jetzt viel Zeit noch dafür haben und studiert, der wird sehen, was grüne Alleinstellungsmerkmal ist. Und ich rate uns dazu, im Wahlkampf für die Europawahl, für die Kommunalwahl genau das herauszustellen. Denn wer in diesem Land Klimaschutz statt Lobbypolitik liegt, wem etwas am Erhalt unserer gesunden Umwelt, an unserer Lebensgrundlagen liegt, wer Mobilität neu will, die auch Teil als Energiewende verstanden wird, wem Bürgerrechte wichtig sind, wer Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen will, ja, liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem Vertrag wird es sehr leicht, glaube ich, herauszuarbeiten, dass der und die Grün wählen muss, damit sich in diesen Bereichen auf kommunaler Ebene, im Kreistag, im Stadtrat, in der Bezirksvertretung oder in Brüssel im Europaparlament etwas ändert. Und dieser Koalitionsvertrag, ja, der ist Beweis genug, dass nur diese Themen mit uns umsetzbar sind. Und deswegen freue ich mich mit euch darauf, diesen Wahlkampf auch zu bestreiten. Schönen Dank und einen guten Tag. Ganz vielen Dank, Monika. Und dieses Wahlergebnis zum Bundestag hat leider ja auch zur Folge gehabt, dass nicht alle wieder eingezogen sind in die Bundestagsfraktion. Und ich möchte jetzt die Ute Kotschi und die Bettina Herlitius mal hier vorne zur Bühne bitten, bitte. Ja, ihr Lieben, ich nehme mal das Handmikro. Kommt mal mit hoch. Ich fange mal alphabetisch an. Corinna hat es gesagt. Ja, wir wollen heute Danke sagen. Es soll natürlich kein Abschied sein. Wir verabschieden uns von euch in einer Funktion, aber natürlich nicht als grüne Freundin und Menschen, die in dieser Partei ja auch weiterwirken. Aber ja, es war schon, wir haben uns mehr erhofft. Wir hatten euch eigentlich im Bundestag gesehen. Wir sind da alle von ausgegangen und leider, ja, ihr auch, leider hat dieses enttäuschende Wahlergebnis dazu geführt, dass das nicht geklappt hat. Bettina aus Aachen, Herzogenrath. Um es genauer zu sagen, du warst von 2007 bis 2013, 2007 bist du nachgerückt für den Reinhard Loske, 2007 bis 2013, 6 Jahre Bundestagsabgeordnete und zuletzt warst du Sprecherin für Stadtentwicklung, also viele Themen, die uns auch vor Ort in den Kommunen sehr stark bewegen, engagiert in dem Landschaftsverband Rheinland und im Regionalrat Köln, auch immer kommunalpolitisch sehr aktiv, hier im Kreisverband auch in Aachen sehr aktiv und ich habe gehört, auch du bleibst in Aachen dann auch beruflich, da gibt es eine neue Zukunft für dich, Thema Inklusion wirst du übernehmen in der Städteregion, eine spannende neue Aufgabe. Ja, liebe Bettina, herzlichen Dank für das, was du für uns als Partei, für die Menschen in Nordrhein-Westfalen da in Berlin gestemmt und geleistet hast und ich hoffe, dass wir uns in verschiedensten Funktionen überall einfach weiter wiedersehen und du weiter uns erhalten bleibst. Danke. Natürlich bekommt ihr noch Geschenke. Das aber erst zum Schluss. Die Spannung steigt. Ute. Ja, Ute, wir kennen uns auch schon so lange. Ich musste erst mal nachgucken, wie lange du Grüne bist. 1983, du bist richtiges Fossil, ne? So richtiges Gründungsmitglied. Gründungsmitglied heißt das. Ute aus Lemgo, dem schönen Ostwestfalen. Was sagst du immer so schön, die Toskana? Das ist
Das ist ein Wort von Rainer Priggen. Er hat unser Lippe so genannt. Echt? Ich dachte, das wäre von dir. Aus der Toskana Nordrhein-Westfalens. Ich habe Rainer immer nur zitiert. Okay. Ich finde, es hat aber was Toskanisches dort. Ja, du warst von 2005 bis 2013, also zwei Legislaturperioden, entwicklungspolitische Sprecherin. Wer lacht da bei Toskana? Entwicklungspolitische Sprecherin für uns im Bundestag. Da vor 10 Jahren waren wir auch Kolleginnen im Landtag. Da hast du auch eine Weltpolitik gemacht. Auch im Landtag hast du das umgesetzt. Und ich glaube, als Vorsitzende des Eine-Welt-Ausschusses, Europa und eine Weltausschusses, hattest du da einige von der WestLB damals ziemlich genervt mit deinen Aktivitäten und dem Nachfragen. Da vor 5 Jahren Stadtrat. Also rundherum auch eine kommunalpolitisch bis zum Bundestag, ihr beiden, eine ziemlich runde Biografie. Und ich habe gelesen, als du dich in Höxter verabschiedet hast, hat der dortige Kreisverbandssprecher gesagt, Ute vom Regenwald bis zur Weser. Du setzt dich überall für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen über Grenzen hinweg an. Das fand ich so ein schönes Zitat. Vom Regenwald bis zur Weser. Du bleibst uns auch weiter erhalten. Ich freue mich, dass du weiter für uns Politik machst. Leider nicht mehr im Bundestag. Und danke auch dir ganz herzlich für dein tolles Engagement. So, und Sven wird jetzt die Geschenke überreichen. Und zwar haben wir uns Wahlplakate angeguckt aus euren jeweiligen, aus der Legislaturperiode, in der ihr eingestiegen seid, was dort Wahlkampfplakate waren. Und zur Erinnerung an diesen Einstieg gibt es jetzt zeigen, Sven. Weg vom Öl. Bettinas, mein erster Bundestagswahlkampf, muss man dazu sagen, weg vom Öl, damit du daran eine Erinnerung hast. Und bei Ute, natürlich, was sollte es anders sein, gerechte Globalisierung, Ute, für dich auch eine Erinnerung an deinen ersten Wahlkampf. Und wir freuen uns darauf, euch in der Partei wieder zu begegnen, wieder zu sehen und danken euch ganz herzlich nochmal für euer großartiges Engagement in Berlin. Wir müssen kurz ein Foto machen. Super, Fotos in dem Kasten, ihr könnt weitermachen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und das ist der Tagesordnungspunkt NRW im Herzen Europas, Europa grüner machen. Hier liegt ein Antrag des Landesvorstands vor. Wir wollen den Tagesordnungspunkt mit euch gern so gestalten, dass für den Landesvorstand Sven Giegold den Antrag einbringt. Dann wird es eine Bildaktion geben. Es ist eine Aussprache vorgesehen von jeweils 3 Frauen und 3 Männern. Und ihr habt ab dem Zeitpunkt, wo Sven Giegold gleich den Antrag hier vorne vorstellt, die Möglichkeit, euch in diese Boxen mit den Rede- und Wortmeldungen einzuwerfen. Sven, die Bühne ist deine, bitteschön. Ja, es geht um dieses gute Stück. Zunächst, der Text stimmt uns ein auf eine schwierige Auseinandersetzung, parallel Kommunalwahlen und Europawahlen nächstes Jahr Ende Mai. Und für Europa geht es hier um eine Richtungsentscheidung. Wir haben eine Richtungsentscheidung, weil Europa herausgefordert wird von 2 verschiedenen Richtungen. Eine Richtung ist eigentlich eine gleichgültige, eine des Weiter-sos, eine des Durchwurstelns, eine, die sagt, wir wollen eigentlich nichts mehr Großes mit Europa, visionslos, die sagt, wir machen so weiter, ergreifen die Chancen nicht, die darin liegen und lösen auch zentrale Probleme nicht. Die 2. Herausforderung ist eine der rechtspopulistischen Anfechtung dieses europäischen Projekts. Sie macht sich die Schwächen Europas zunutze, ist rückwärtsgewandt, will die europäische Einigung, die uns Frieden für so lange Zeit gebracht hat und ein Zusammenwachsen, wie es Generationen vor uns für undenkbar gehalten hätten, abwickeln und zurückfahren möchte. Diese doppelte Herausforderung verdichtet sich in dem Umgehen mit der Eurokrise. In Südeuropa
sind Millionen von Jugendlichen arbeitslos. In ganz Europa sind es 5,6 Millionen Jugendarbeitslose. Hier bei uns verstehen die Menschen immer weniger, warum Milliarden und Abermilliarden zur Rettung der Banken ausgegeben werden. Aber die Spaltung Europas läuft und es gibt keine politische Reaktion darauf. Wir Grüne haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Krise als Chance begreifen zum ökologischen und sozialen Umbau. Wir wollen nicht einfach zusehen, wie Europa auseinandergerissen wird zwischen Arbeitslosigkeit hier und Zahlungsverdrossenheit da. Wir wollen einen Green New Deal, mit dem wir durch Investitionen in den Krisenländern die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, die wirtschaftlichen Probleme bekämpfen und gleichzeitig Investitionen und Arbeitsplätze und Zukunft für uns alle organisieren. Das ist die zentrale Frage. Sehen wir diese Krise als Chance, herauszukommen, oder machen wir ein Weiter-so und sehen zu, wie sich eine ganze Generation und ein Teil des Kontinents von dem europäischen Projekt verabschiedet, liebe Freundinnen und Freunde. Und nichts regelrecht symbolisch sind zwei große Entscheidungen auf europäischer Ebene. Wie Arbeitgeberverbände der Automobilindustrie, die Gewerkschaften und konservative liberale Parteien das europäische Projekt von CO2-Grenzwerten bei Automobilen mit einer klassischen Lobbypolitik kaputt gemacht haben. Das ist nicht zukunftsorientiert, das zerstört langfristig Arbeitsplätze und sorgt nur für kurzfristige Gewinne auf Kosten des Klimas und auf Kosten des Automobilstandorts, nicht zuletzt hier in Nordrhein-Westfalen. Das Gleiche bei der Landwirtschaft. Man muss nur nach Coesfeld gucken. In Coesfeld wird derzeit eine Hähnchenmastfabrik gebaut von 2,1 Millionen Nasthähnchen. Und diese Art von Investitionen ist natürlich nur möglich, weil wir einen großen Teil des europäischen Haushalts nicht in die Zukunft investieren, sondern stattdessen in eine dreckige Landwirtschaftspolitik. Was wir wollen ist, dass Europa in Marsch gesetzt wird für sozial-ökologisch nachhaltige Investitionen und nicht für europäisch subventionierte Tierquälerei, liebe Freundinnen und Freunde. Europa ist ein gemeinsamer Markt und der gemeinsame Markt hat uns insgesamt vorangebracht. Aber konservative und liberale Parteien haben immer wieder dafür gesorgt, dass wir kein soziales Europa bekommen haben. In Europa gibt es keine sozialen Grundrechte. Das heißt, man kann Teil eines gemeinsamen Marktes sein, aber ob Steuern bezahlt werden, ob Arbeitslose abgesichert sind, ob Menschen, die arm sind, eine Grundabsicherung haben, ob es Zugang zu Gesundheit gibt, all das ist europäisch nicht garantiert. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn wir in großen Teilen Europas keine sozialen Rechte haben, keine effektiven sozialen Rechte haben, wenn Menschen dann sich innerhalb Europas auf den Weg machen. Und deshalb liegt die Verantwortung eines guten Teils für die Migration, die wir derzeit haben und die Probleme, die das auch erzeugt, genau bei denen, die vorher ein soziales Europa abgelehnt haben. Ich bin gespannt, wie uns CDU und FDP erklären wollen, mit einer Rhetorik, die Grenzen innerhalb Europas wieder abschotten will, wie Herr Friedrich, der von neuen Grenzkontrollen redet, wie der uns erklären will, dass sie gleichzeitig soziale Rechte etwa der Menschen in Bulgarien und Rumänien hintertrieben haben. Diese Debatte sollten wir mit denen führen. Genauso gilt aber natürlich, wenn jetzt Menschen sich auf den Weg machen, und besonders in einigen Städten, auch in Nordrhein-Westfalen, wir sehr viele neue Migrantinnen und Migranten haben, dann ist eben nicht die grüne Antwort zu sagen, wir schmeißen die raus, wir pöbeln am Stammtisch mit, sondern unsere Antwort ist, diese Kommunen leisten bereits Erhebliches zur Integration der Menschen und sie müssen dabei unterstützt werden. Es ist eine bundesweite Aufgabe, eine gesamtstaatliche Aufgabe, mit den Konsequenzen der europäischen Einigung umzugehen. Es kann nicht sein, dass wir Städte wie Dortmund und Duisburg und viele anderen mit den Problemen, die aus der Migration entstehen, alleine lassen, sondern da muss sich Deutschland engagieren, da müssen wir uns alle engagieren, damit eben wir die Menschen so gut wie möglich integrieren und ihnen so gut wie möglich die Chancen geben. Aber neue Grenzkontrollen lösen kein einziges Problem in diesen Kommunen. Das Einzige, was den Kommunen hilft, ist, wenn wir das gemeinsam angehen, dieses Problem. Und davor, da habe ich ehrlich gesagt von der Bundesregierung noch wenig Konstruktives gehört. Dann ein weiterer Schwerpunkt der Verbindung zwischen Kommune und Europa ist natürlich wieder der Umgang mit dem Binnenmarkt.
Bis vor kurzem immer wieder die Europäische Union mit verschiedenen Initiativen. Mal will sie die Sparkassen kaputt machen, mal die Genossenschaftsbanken, mal will sie Anreize setzen, das Wasser zu privatisieren. Das haben wir Gott sei Dank verhindert. Für die Kinder hat sie auch noch nicht viel auf die Reihe gebracht in dem Zusammenhang. Die rennen hier nur rum. Aber was mich ärgert und was wir im Wahlkampf ansprechen sollten, ist, als Grüne haben wir durchgesetzt mit Bürgerinitiativen, dass die Wasserprivatisierung von Europa nicht vorangetrieben wird. SPD, CDU, FDP wollten das im Europaparlament alles abwinken. Das haben wir verhindert und das war auch ein wichtiges Verdienst der Bürgerinitiative europaweit. Aber für die Zukunft gilt auch, beim europäischen Vergaberecht können soziale und ökologische Kriterien in Zukunft in die Maßnahmen einbezogen werden. Bisher war das nicht möglich. Damit wird der Binnenmarkt ein Stück weit sozialer, ein Stück weit ökologischer und was noch wichtiger ist, die Kommunen können wieder freier entscheiden, was sie machen. Denn im europäischen Binnenmarkt gilt, man muss die Kirche im Dorf lassen. Europa soll sich um die wichtigen Zukunftsaufgaben kümmern und sich nicht in die Detailregulierung solcher Fragen einmischen. Das ist das Grundprinzip, mit dem wir Kommunales und Europa versöhnen können. Zu guter Letzt, Europa ist leider, genau wie leider auch oft in Berlin, von einer Lobbyplage befallen. 40.000 Lobbyisten alleine in Brüssel. Was die dort treiben, ist intransparent. Und sehr häufig werden diese Lobbyisten von denen bezahlt, die am meisten Geld haben, von den mächtigsten Verbänden. Deshalb fordern wir im Europäischen Parlament vollständige Transparenz für die Aktivitäten dieser Lobbyisten, einen legislativen Fußabdruck. Alles, was die machen, muss transparent werden. Denn nur so wird die Demokratie, nur so wird Europa in Augen der Bürgerinnen und Bürger wieder Respekt finden. Wenn die Bürger das Gefühl haben und berechtigt das Gefühl haben, dass sie wissen, Europa ist nicht die Beute einiger Sonderinteressen, sondern sie dient dem Gemeinwohl. Und deshalb gilt es, wir müssen uns die europäische Demokratie zurückholen, indem wir die Sonderinteressen, die machtvollen Lobbys in Schranken weisen. In Berlin genauso wie in Brüssel. Was wir also machen werden ist, wir werden nicht Europa zur Beute seiner Gegner machen. Es geht nicht darum, Europa schlecht zu reden. Europa ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Wir wollen Europa vielmehr besser machen, zusammenhalten und werden deshalb nicht denen hinterherlaufen, die nur bis zum nationalen Tellerrand denken können. Es geht also darum, diese Europawahlen zu nutzen, für ein europäisches Deutschland zu streiten, das weiß, wo seine Zukunft liegt, in einem demokratischen, in seinem sozialen, in einem ökologischen Europa. Lass uns gemeinsam Europa zurückholen, liebe Freundinnen und Freunde. Danke, danke, lieber Sven. Im Antrag steht es, und heute Morgen war darüber auch viel die Rede von der Festung Europa. Und die haben wir hier rechts von der Bühne symbolisch aufgebaut, die Abschottungspolitik der Europäischen Union. Und da wollen wir heute unsere Antwort gegensetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, 45 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Und von diesen 45 Millionen Menschen sind im Jahr 2012 300.000 in Europa angekommen. Nur 300.000, die in Europa Asyl beantragt haben. Es ist eine Katastrophe, dass Bundesinnenminister Friedrich und andere Innenminister hier davon sprechen, dass dies unser Land, unser Europa nicht verkraften kann. Liebe Freundinnen und Freunde, aber was ist denn die Antwort der Europäischen Union auf das Sterben im Mittelmeer, auf die Flüchtlingskatastrophen, die wir abends im Fernsehen sehen? Die Antwort der Europäischen Union ist erbärmlich, denn die Antwort ist, das haben wir heute Morgen auch diskutiert, ist: Wie schaffen wir noch mehr Abschottung? Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen heute, und dazu bitte ich jetzt meine Helfer und
nicht Helferin, sondern meine beiden Helfer hier nach vorne. Wir wollen heute ganz klar mit diesem Bild deutlich machen. Wir wollen statt einer Grenzschutzagentur Frontex, die die Schiffe zurückweisen und Menschen weiter in größte Not bringen, wir wollen den Menschen Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren ermöglichen. Wir wollen statt Dublin II, einem unmenschlichen Verschiebebahnhof in der Europäischen Union, wollen wir eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge, damit alle Länder Flüchtlinge aufnehmen und sie überall zu ihrem Recht kommen und in ein anständiges Asylverfahren kommen. Und wir wollen legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen. Wir wollen Löcher in diesen Zaun schneiden, damit Europa auch im eigenen Interesse, es ist nicht nur im Interesse der Menschen, die zu uns kommen wollen, sondern es ist in unserem ureigensten Interesse, hier auch eine Öffnung für Zuwanderung. Und wir wollen gemeinsame Resettlement-Quoten für Menschen aus den Krisenregionen. Denn von diesen 45 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, es ist ein Bruchteil, was bei uns ankommt. Und hier wollen wir mehr Solidarität für die Fluchtländer in Jordanien, im Libanon, in den Grenzländern von diesen Bürgerkriegsregionen oder aber auch da, wo Menschen vor Klimawandel hinfliehen, vor Hunger, vor Not. Wir wollen mehr Solidarität und mehr Öffnung dieser Festung Europa. Und dafür werden jetzt hier zwei Helfer an den Start gehen, um diesem Ansinnen auch Taten folgen zu lassen, ja, und nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Parlament. Lieber Sven, setzen wir auf dich, dass du das denn auch nicht nur mit den Handschuhen, sondern auch politisch durchsetzt. So, und das machen wir jetzt so. So, hier von hier. Richtig weit auseinander. Jetzt sage ich nochmal. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr eure Fotos geschossen habt, wir haben noch keine Wortmeldungen vorliegen. Das heißt, nochmal die kleine Erinnerung, wer sich gerne zum Antrag des Landesvorstandes zu Wort melden möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit, hier vorne seine Wortmeldung abzugeben. Danke an meine Helfer und wir setzen hier Harald, den Bolzenschneider, für dich und wir machen weiter. Vielen Dank, Monika, für dieses starke Bild, was ihr erzeugt habt, wie wir für Europa und Europas Grenzen und die entsprechende Politik politisch eintreten. Wir haben eine Wortmeldung erhalten, die rufe ich jetzt auch direkt auf. Das ist Silvia Löhrmann aus dem Kreisverband Solingen. Bitte schön, Silvia, du hast das Wort. Für 3 Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Stacheldraht steht ja auch noch für was anderes, nämlich für Krieg. Und ich habe am 11.11., wenn hier in Köln ja der Karneval beginnt, eine Aktivität unternommen als Schulministerin. Ich bin in Flandern gewesen. Da ist der 11.11. Staatstrauertag, weil das der Tag ist, an dem
1918 der Waffenstillstand eingetreten ist des Ersten Weltkriegs. Und wir in Deutschland beschäftigen uns ja viel mit dem Zweiten Weltkrieg, aber ich finde, wir Grüne sollten durchaus auch im nächsten Jahr 2014 an den Beginn des Ersten Weltkriegs denken und erinnern, weil auch das ein grünes Europa ist, nämlich ein friedliches Europa. Und ich werde dieses Thema Erinnerungskultur, was ich als Schulministerin schon in unterschiedlichen Aktivitäten gepflegt habe, durch Begleitung von Schülergruppen nach Auschwitz, bin ich eben jetzt mit Schülergruppen aus Nordrhein-Westfalen in Flandern gewesen. Und Schülerinnen aus Nordrhein-Westfalen haben an den Kriegsgräbern in Flandern, sowohl auf dem französischen Kriegsgräberfriedhof, auf einem englischen und einem deutschen, mit mir zusammen Kränze niedergelegt, um daran zu erinnern, dass sie keinen Krieg mehr wollen in Europa und in Deutschland. Und ich finde, wir sollten als Grüne dieses Thema Erinnerungskultur, das findet sich auch im Antrag ganz zu Beginn, das sollten wir vielfältig zum Thema machen mit der Zivilgesellschaft in unseren Städten, aber auch durch möglicherweise Begleitung in Flandern, in der Nachbarschaft, hier im europäischen Raum ein Zeichen setzen gegen Krieg, gegen Vernichtung, gegen Völkermord in Europa und dass wir Grüne uns ganz stark in der Europawahl auch deutlich dagegen bekennen. Das wollte ich hier einmal sagen. Ich werde das auch zum Thema machen in der Kultusministerkonferenz. Ich werde am kommenden Donnerstag zur Kultusministerpräsidentin für das nächste Jahr gewählt und ich werde auch das dort ganz stark zum Thema machen. Dafür wollte ich hier werben. Vielen Dank, Silvia. Uns liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, der Landesvorstand hat mit dem Antrag wohl den europäischen Nerv von uns und euch Delegierten hier getroffen und wir können direkt zur Abstimmung kommen. Hierzu gab es zwei Änderungsanträge, die mit dem Landesvorstand entweder ganz oder modifiziert übernommen werden. Die modifizierten Übernahmen seht ihr gleich oben eingeblendet. Das ist als erster der Änderungsantrag E11 von Werner Hager und anderen. Dort wurde sich, wie ihr dort oben nachvollziehen könnt, auf eine modifizierte Übernahme in der Zeile 53 verständigt. Und für den zweiten Teil des Änderungsantrags wurde eine komplette Übernahme verhandelt. Ja, den konntet ihr soweit nachvollziehen, sehe ich, und würde dann jetzt zum Änderungsantrag E1.2 kommen. Und hierfür gibt es auch einen Verfahrensvorschlag der modifizierten Übernahme, nämlich dass ein neuer Absatz eingefügt wird, nach Zeile 102 mit dem Titel Freiheit sichern und Datenschutz stärken in Europa. So, auch den und diese modifizierte Übernahme habt ihr nachvollzogen. Von daher schlage ich vor, dass wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag NRW im Herzen Europas, Europa grüner machen kommen und bitte euch jetzt ums Kartenzeichen, wenn ihr dem Antrag des Landesvorstands zustimmt. Vielen Dank. Wer stimmt gegen den Antrag? Wer möchte sich gerne enthalten? So, und damit schicken wir ein sehr starkes Signal von diesem Landesparteirat raus. Wir haben einstimmig den Antrag des Landesvorstands angenommen. Herzlichen Glückwunsch uns. Vielen Dank für die Arbeit im Landesvorstand. Und wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nämlich zur Votenvergabe für die Europawahlliste. Und da hat Sven das Wort. Stellt euch das Wahlverfahren vor.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlichen Dank für dieses breite Votum für den inhaltlichen Antrag. Das sind sozusagen jetzt dann auch die Schwerpunktthemen, mit denen wir als NRW-Grüne in diese Europawahl gehen wollen. Und natürlich gehören zu Inhalten auch Personen, die diese Inhalte dann transportieren, die also kandidieren werden für uns, für dieses Europäische Parlament als nordrhein-westfälische Grüne. Und wir wollen natürlich diesen Personen, die das tun, auch mit einem Votum als Landesverband Nordrhein-Westfalen Unterstützung mit auf den Weg geben, damit eben nicht nur dann auf der Bundesdelegiertenkonferenz, wo diese Liste fürs Europäische Parlament gewählt wird, sondern auch danach im Wahlkampf wir auch starke Personen haben, die sozusagen als unsere Zugpferde unsere Inhalte, die wir gerade beschlossen haben, auch vertreten. Wir möchten euch dazu einen Vorschlag machen für ein Votenverfahren. Das lehnt sich an das an, was wir eigentlich schon vor 5 Jahren genauso gemacht haben. Die Liste zur Europawahl ist ja eine reine Bundesliste, wird also auf der Bundesdelegiertenkonferenz im Februar 2014 gewählt. Und bis jetzt ist es so, dass wir als deutsche Grüne insgesamt 14 Abgeordnete im Europäischen Parlament stellen. Unter diesen 14 leider nur ein Nordrhein-Westfale. Und wir wollen in diesem Antrag, und nochmal ganz, ganz deutlich beschließen, wir wollen als NRW-Grüne mindestens ein weiteres Mandat in diesem Europäischen Parlament, liebe Freunde und Freunde. Und das wird nicht leicht, weil, wie gesagt, andere Landesverbände, Strömungen, Gruppierungen wollen das halt auch. Und wir können nicht unbedingt zwingend damit rechnen, dass wir unbedingt mehr als 14 Abgeordnete holen, sondern wir werden gegebenenfalls auch, wenn man sich die politische Lage anschaut, die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, gegebenenfalls mit weniger Mandaten rechnen müssen. Natürlich werden wir kämpfen für ein starkes, gutes Ergebnis, aber zumindest wird es auf dieser Liste insgesamt sehr eng. Und deswegen ist uns wichtig, eben Voten zu vergeben, um sozusagen denjenigen, die für NRW dort ins Rennen zu gehen, auch eine starke Unterstützung für diese BDK zuteilwerden zu lassen. Wir schlagen also vor, dass dieser Landesparteirat heute als Verfahren insgesamt maximal 4 Voten vergibt, und zwar gestuft, also ein erstes Frauen-, ein erstes offenes Votum für sozusagen die Kandidatinnen und Kandidaten, die wirklich ganz, ganz vorne auf dieser Liste auf sichere Plätze auch kandidieren möchten. Und ein weiteres Votum für Frauen, ein weiteres Votum offen für die Kandidatinnen und Kandidaten, die auch auf dieser Liste kandidieren wollen, aber sozusagen dann gestuft hinter diesen beiden ersten. Also sprich maximal 4 Voten, 2 erste quotiert und 2 zweite quotiert. Und wir schlagen vor, dass dafür alle Kandidatinnen und Kandidaten, und wir haben ja erfreulich viele Bewerbungen, mehr als im letzten Mal, das ist schon mal ganz, ganz toll, maximal 5 Minuten Vorstellungszeit haben. Und dann eine kleine Änderung, die wir vorschlagen möchten, weil wir eben, wie gesagt, mehr Kandidaturen haben, als uns zum Zeitpunkt dieses Verfahrens bekannt war, dass wir dann eine Fragerunde machen, also ihr eure Fragen hier einwerfen könnt, und wir dann maximal 2 Fragen losen pro Kandidatin, Kandidat, die dann vom Präsidium verlesen werden, und jeder Kandidat, jede Kandidatin dann maximal nicht 3, sondern 2 Minuten Antwortzeit hat. Das ist sozusagen die kleine Änderung hier. Und dann werden wir eben in getrennten Wahlgängen jedes einzelne Votum wählen. Also erst das erste Frauenvotum, das erste offene Votum, das zweite Frauenvotum und das zweite offene Votum. Und natürlich gilt das Quorum. Das heißt, alle Kandidatinnen und Kandidaten, die dann über 50% haben, haben das Quorum. Wenn nicht, gibt es einen zweiten Wahlgang, wo die beiden Bestplatzierten kandidieren dürfen. Und wir glauben, dass das ein gutes Verfahren ist, was sich bewährt hat und von dem wir hoffen, dass ihr ihm zustimmt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sven. Ihr habt die Vorstellung des Wahlverfahrens gehört. Ich möchte es jetzt abstimmen lassen und bitte euch um das Kartenzeichen, wenn dem Wahlverfahren so zustimmt. Herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Das sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Verfahren. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Frauenvotum. Und da habe ich bisher die Kandidatur von Terry Reinke vorliegen. Ich frage, gibt es weitere Kandidaturen für das erste Frauenvotum? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann hat die Terry jetzt das Wort. Bitte schön, du hast 5 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, in 6 Monaten sind Europawahlen. Diese Wahlen werden über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden. Sie werden darüber entscheiden, in welcher Gemeinschaft wir leben wollen und welche Rolle dieses Projekt für unsere Welt, sowohl für die Menschen weltweit, als auch für unser Klima, unsere Umwelt und demokratische und soziale Entwicklungen spielen wird.
Wir Grüne streiten für eine Europäische Union der Solidarität, der Nachhaltigkeit und der Demokratie. Wir kämpfen gegen Engstirnigkeit und Nationalismus, gegen ein politisches und wirtschaftliches System, in dem die Interessen einiger weniger mehr wert sind als das Gemeinwohl. Und wir kämpfen gegen eine EU, die zu einer Festung ausgebaut wird und an deren Grenzen jeden Tag Menschen sterben. Wir kämpfen stattdessen für ein Miteinander, in dem alle Menschen beteiligt werden. Dafür wird 2014 zentral werden. Das möchte ich mitgestalten und deshalb bewerbe ich mich heute um euer Votum. Die Große Koalition ist auf dem besten Weg, weiter in einer Europäischen Union zu bauen, wie wir sie ablehnen. Sie wollen weitermachen mit einer Austerität ohne Ende, die in Südeuropa und auch im Osten der EU zur höchsten Jugendarbeitslosigkeit weltweit geführt haben. Wir sagen dazu Nein und werden im nächsten Jahr für eine andere Vision Europas kämpfen. Zeitgleich mit der Europawahl finden nächstes Jahr Kommunalwahlen in NRW, in vielen anderen Bundesländern und vielen anderen Mitgliedstaaten der EU statt. Europa und die Kommunen müssen zusammengedacht werden, wenn wir unsere Vision von der Europäischen Union erlebbar machen wollen. Denn die Kommune ist der erste Anknüpfungspunkt für Menschen, wenn es um Klimaschutz, um Beteiligung oder Daseinsfürsorge geht. Und gerade in den Kommunen müssen wir es deshalb schaffen, dass das Bild eines Europas neoliberaler Interessen gebrochen wird. Wir haben gezeigt, dass Europa auch anders geht, dass Europa nicht synonym für Privatisierung und Deregulierung ist. Denn als die Europäische Kommission kommunale Wasserversorgung privatisieren wollte, haben wir uns zur Wehr gesetzt und mehr als 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU dazu mobilisiert, dagegen zu stimmen. So konnten wir zeigen, wie ein Europa der Bürgerinnen und Bürger aussieht. Aber auch darüber hinaus sind wir nicht leise. Im Kampf für soziale und nachhaltige Kriterien im Bereich europäischer Strukturpolitik, damit Fördermittel zur regionalen Entwicklung nicht in lebensferne Prestigeprojekte investiert werden oder den 10.000. überflüssigen Straßenausbau, sondern in nachhaltige Konzepte, für die wir Grüne stehen. Wir Grüne streiten auch für ein soziales Europa, in dem junge Menschen nicht in Perspektivlosigkeit verharren müssen oder zum Auswandern gedrängt werden. Deshalb haben wir im Europaparlament die Jugendgarantie eingebracht. Ich möchte mich in den nächsten Jahren dafür einsetzen, dass diese Jugendgarantie nicht als Papiertiger endet, sondern wirklich etwas an der Lebensrealität junger Arbeitsloser in der Europäischen Union verändert. Heute findet in Kroatien ein Referendum statt, bei dem die Ehe als Verbindung von Mann und Frau, ja, Verbindung von Mann und Frau in der Verfassung verankert werden soll. In den letzten 2 Jahren habe ich mit Feministinnen, mit queeren AktivistInnen, mit Menschen aus der Zivilgesellschaft in Zagreb, Belgrad, Sarajevo, Tuzla, Pristina und Istanbul für gleiche Rechte gekämpft. Diesen Aktivismus möchte ich nun von der Straße ins Europäische Parlament tragen. Denn auch das ist Europa. Ein solidarisches Streiten für Diskriminierung und für Emanzipation, Gleichstellung und das Recht, lieben zu dürfen, wen wir wollen. Und deshalb sagen wir heute, Protiv Hrvatska stimmt heute gegen Diskriminierung und gegen Ungerechtigkeit, liebe Kroatinnen und Kroaten. Und während die Konservativen sich in Europa eigentlich auf nichts einigen können, während die Sozen mit leeren Phrasen Europa anpreisen und jetzt in den Koalitionsverhandlungen keine Kehrtwende der deutschen Europapolitik hinbekommen und die Nazis europaweit mit den Säbeln rasseln, währenddessen zeigen wir, dass wir Grüne es schon heute sind, die Europa leben. Zum Beispiel in der Primary, wo wir europaweit unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl selbst bestimmen. Und während die AfD noch über die faulen Griechen schimpft und Spanien aus dem Euro schmeißen will, haben wir mit der Europäischen Grünen Partei und der Europäischen Grünen Jugend schon Konzepte entwickelt, wie wir die Europäische Union fit machen können fürs 21. Jahrhundert. Mit einem Green New Deal, mit einer demokratischen Erneuerung der europäischen Institutionen und in den nächsten Jahren vor allem mit einer Politik, sei es bei der Jugendgarantie oder bei der Absenkung des Wahlalters, die jungen Menschen wieder Hoffnung macht und sie an den politischen Entscheidungen der EU beteiligt. Nicht, weil wir in Europa alles toll finden, sind wir begeistert von Europa, sondern ganz im Gegenteil. Weil wir wissen, wie viel sich noch verbessern muss, gestalten wir dieses Zukunftsprojekt mit Neugier und Sachverstand, mit Begeisterung und Beharrlichkeit. Ich bin Terry Reinke, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem Ruhrgebiet und war 2 Jahre lang Sprecherin der Europäischen Grünen Jugend und habe mit Menschen in ganz Europa über unterschiedlichste Themen diskutiert und gestritten. Ich möchte im nächsten Jahr mit euch Europawahlkampf gestalten, Debatten über Visionen, aber auch über ganz konkrete Fragen führen, von der Ebene der Kommunen über die Landespolitik bis hin zur europäischen Bühne.
Deshalb will ich mich im Februar auf einen aussichtsreichen Listenplatz bewerben und dafür bitte ich euch heute um euer Vertrauen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Karin. So, Fragen an dich gibt es nicht, sodass du theoretisch noch 2 Minuten Zeit hättest, die aber auch gerne der Versammlung schenken kannst. Das tust du, wunderbar, herzlichen Dank. So könnten wir jetzt zur Abstimmung kommen. Dazu werden jetzt an die Delegierten die Stimmzettel verteilt. Dazu wäre es sehr hilfreich, wenn ihr einfach eure Karten mal hochhaltet, damit wir genau wissen, wo Stimmkarten hin müssen. Ich glaube, hier vorne müssten auch noch Stimmzettel hin. Und ansonsten. So, ihr müsst da keinen Namen eintragen, weil wir ja sowieso nur eine Kandidatur haben. Kreuzchen bei Ja oder Nein oder Enthaltung reicht. Und ich denke, wir können dann auch sofort wieder einsammeln, weil allzu lange dürfte es ja nicht dauern, ein Kreuzchen zu machen. Und beim Einsammeln möchte ich euch bitten, diejenigen, die einsammeln, auf der Stimmkarte die 1 abzukreuzen. Dankeschön. Und nochmal bitte hochheben, hochhalten. Hebt bitte eure Karten und Stimmzettel hoch, damit die Einsammlerinnen und Einsammler sehen können, wo abgestimmt werden möchte. Bitte um Verständnis, dass es im Moment dauert, weil es doch recht eng ist und haltet nochmal deutlich hoch, wo noch abgestimmt werden möchte, damit das einfacher ist.
So, soweit ich das jetzt von hier aus erkennen kann, müsste jede und jeder abgestimmt haben. Nein, noch nicht. Haltet ihr bitte noch mal deutlich hoch, wenn ihr noch abstimmen möchtet. So, haben alle ihre Stimme abgeben können? Das ist der Fall, wunderbar. Dann schließe ich den Wahlgang und wir kommen jetzt zum ersten offenen Votum. Da liegt mir eine Bewerbung von Sven Giegold vor. Ich frage in die Versammlung, gibt es weitere Bewerbungen? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann schließen wir hier auch verkünden wir den Bewerbungsschluss und der Sven hat das Wort für 5 Minuten. Und wenn ihr ein bisschen ruhiger seid, wäre das auch sehr freundlich. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß noch sehr genau, wie das vor 5 Jahren war. Vor 5 Jahren, da habt ihr mir vertraut, obwohl ihr mich fast nicht kanntet. Ich kam von Attac. Ich war noch nie in irgendeinem Parlament, weder kommunal noch landesweit, schon gar nicht im Bundestag oder im Europaparlament. Und ihr habt mich dann losgeschickt, erst zu den Wählerinnen und Wählern und dann ins Europäische Parlament. Und ich muss sagen, in diesen 5 Jahren habe ich unheimlich viel gelernt. Ich habe vor allem erst mal gelernt, wie europäische Politik von innen funktioniert, dass man damit so Lagerdenken und so etwas überhaupt nicht weiterkommt, dass man manchmal Bündnisse mit Rechtskonservativen aus Großbritannien gegen die Bundesregierung macht und manchmal mit Leuten von der FDP gegen die Sozialdemokraten und sehr häufig natürlich auch nach klassischeren Mustern abgestimmt wird. Ich habe mich da sehr schnell wohlgefühlt. Die Fraktion hat mir nicht nur das ehemalige Zimmer von Friedrich Schmidt übergeben, wo ich dann auch einen seiner Mitarbeiter übernommen habe, sondern ich bin dann zum wirtschafts- und finanzpolitischen Sprecher in dieser heißen Phase gemacht worden. Und in diesen Jahren haben wir die gesamte Finanzmarktgesetzgebung der EU einmal durch den Kakao gezogen. Und in diesem Prozess Banken, Versicherungen, Hedgefonds, Ratingagenturen zu regulieren, ist unheimlich viel möglich geworden. Mich hat das näher an Europa gebracht. Ihr glaubt gar nicht, was das für mich bedeutet. Nach 10 Jahren Engagement bei Attac, die 130 größten Banken in Europa unter europäische Direktaufsicht zu stellen und zu beenden, dass diese Banken ich war da einer der Berichterstatter und damit zu beenden, dass jeweils die nationalen Aufsichtsbehörden ihre jeweiligen Banken schonen und wir als Steuerzahler und Steuerzahler hinterher die Schäden der Krisen bezahlen müssen. Dass das jetzt beendet wird durch eine strenge Aufsicht über die großen Banken, das ist ein großer Schritt für mehr Demokratie in Europa und für mehr Gemeinwohlorientierung in Europa. Darauf bin ich unglaublich stolz und ich glaube, es kann auch zeigen, was Europa leisten kann. Das, wo Nationalstaaten überfordert sind, wo Nationalstaaten es nicht mehr schaffen, mit der Deutschen Bank, mit Crédit Agricole, mit Santander auf Augenhöhe wirklich sich durchzusetzen. Da kann Europa dafür sorgen, dass die Demokratie die Überhand gewinnt und nicht mächtige Sonderinteressen. Und das ist die Zielrichtung, die wir Grüne generell verfolgen sollten. Klimaschutz ist wichtiger als die Autolobby. Und Landwirtschaft, gesunde Landwirtschaft ist wichtiger als der Bauernverband und die Agrarkonzerne. Europa ist das Instrument. Europa ist das Instrument, mit dem sich Bürgerinnen und Bürger wieder die Oberhand des Gemeinwohls vor den Sonderinteressen zurückholen können. Und in kaum einem Bereich verdichtet sich das so wie im Bereich der Steuern. Viele kommunale Kassen in NRW sind leer. Unsere Landeskasse ist schwer gebeutelt. Monika, du weißt, wovon ich rede. Und wie könnten wir das beenden? 1.000 Milliarden Euro gehen europaweit jedes Jahr verloren, weil Steuerhinterziehung, Steuerdumping und Steueroasen die Kassen plündern. Würde Europa gemeinsam endlich diesem Treiben
ein Ende bereiten. Dann wären unsere Kassen voll. So kann Europa dafür sorgen, dass auch eure Kassen voll werden. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Schauen wir nach Rheinsberg im Kreis Wesel. In Rheinsberg sitzt Amazon mit einem großen Lager. Da werden nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebeutet. Und Verdi führt da derzeit einen sehr gerechten Arbeitskampf, dafür zu sorgen, dass die Menschen bei Amazon vernünftig bezahlt werden. Und wir sollten ihnen hier eine Solidaritätsadresse durch etwas Applaus schicken, weil die Menschen haben das Recht, wenn sie dort arbeiten, vernünftig bezahlt zu werden. Aber Amazon zahlt europaweit praktisch keine ernsthaften Steuern auf ihre Gewinne und ist damit ein Beispiel für die aggressive Steuerdumping-Politik, die die Bundesregierung bisher immer unterstützt hat. Lasst uns also gerade in diesem Wahlkampf zeigen, mit der Arbeit, die wir europaweit machen können, zur Kontrolle der Finanzmärkte, zur Schließung der Steueroasen, für Mindeststeuersätze, damit sorgen wir dafür, dass in Zeiten der Globalisierung wir nicht Opfer globalen Kapitals sind, sondern europäische Märkte dafür sorgen können, dass es uns allen besser geht. Und dafür möchte ich mich weiter einsetzen, gemeinsam mit euch, auch weiterhin in vielen Veranstaltungen vor Ort und ansprechbar jederzeit für die Anliegen, ganz besonders aus Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Sven. Auch an dich liegen keine Fragen vor. Und ich gehe auch davon aus, dass du 2 Minuten uns schenkst. Dankeschön. Sodass wir jetzt sofort zur Abstimmung über das offene Votum, erste offene Votum kommen können. Ihr habt auch alle schon einen wunderschönen grünen Stimmzettel erhalten. Nee, hier. Ja, ich kann nur das Ergebnis erst bekannt geben. Das stimmt. Entschuldigung. Wir haben ein Ergebnis für das Votum zur Europawahl Nummer 1. Es wurden 55 Stimmen abgegeben. Ich gratuliere, keine war ungültig. Das Quorum hätte bei 28 gelegen. Es gab 5 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen und 41 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dir ganz herzlich. So, und jetzt können wir aber, da ihr das, den grünen Stimmzettel schon ausgefüllt habt, die Abstimmung über das Votum zu Platz 2 eröffnen. Ich habe keinen Stimmzettel. Okay, dann habt ihr das jetzt vielleicht auf dem Podium noch nicht gesehen. Und wie eben bitte ich euch herzlich aufzuzeigen, wenn ihr abstimmen wollt. Und beim Einsammeln bitte die 2 abstreichen. Bitte haltet eure Stimmzettel deutlich hoch, damit die Einsammler das auch sehen können. Danke. Hier vorne, mittig so ungefähr, sehe ich noch Stimmzettel. Vorne auf der rechten Seite von mir sind noch ziemlich viele.
So, gibt es noch jemanden, der seine Stimme jetzt nicht abgeben konnte? Da bitte ich noch mal da in der Ecke unter der Treppe. Sonst noch jemand? Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass alle ihre Stimmen abgeben konnten und schließe den Wahlgang. Und wir kommen jetzt zur Vorstellung der Kandidatinnen für den zweiten Frauenplatz, für das zweite Votum. Aktuell liegen mir hier vor Bewerbungen von Sabine von der Beck und von der Christine Linnartz. Ich frage euch, gibt es weitere Kandidaturen für den Frauenplatz, für das zweite Votum zur Europawahl? Das ist nicht der Fall. Damit schließe ich dann hier auch die Bewerberinnenliste für das zweite Votum für Frauen für die Kandidatur zur Europawahl. Und ich bitte jetzt Sabine von der Beck als Erste um ihre Vorstellung. Du hast 5 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, im Moment sieht es leider nicht so gut aus für die Energiewende. Die Große Koalition will die Erneuerbaren drosseln und die Fossilen retten. Die internationalen Klimaschutzverhandlungen scheitern. Klimaziele werden regelmäßig gerissen. Bloß nicht dran gewöhnen, bloß nicht darauf verlassen, dass die da oben es schon richten werden. Liebe Freundinnen und Freunde, das Glücksgefühl, dass die Energiewende zum Selbstläufer wird, müssen wir uns leider noch mal für später aufheben. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Wir brauchen die Energiewende von unten. Wir müssen den Druck von der Basis verstärken, zeigen, was geht, was gewollt ist, und zwar europaweit. Wir müssen mehr Menschen begeistern für erneuerbare Energien, für den Green New Deal und für eine glückliche, klimaschonende Kultur. Für mich heißt das auch, wir müssen den Erfahrungsaustausch zwischen denen, die wissen, wie was geht, mit denen, die daran anknüpfen können, verstärken. Es ist doch noch nie so gewesen, dass irgendwas im Labor erfunden wurde, mit allen Vorteilen perfekt präsentiert wurde und zack, fertig, dann machen es halt ab sofort alle so. Nein, jede Veränderung braucht Zeit und gerade der Anfang ist das Problem. Wir in NRW haben viele Anfänge. Wir wissen, Menschen auf so vielen Stufen müssen überzeugt werden. Architektinnen, die Häuser und Siedlungen anders planen müssen. Handwerkerinnen, die mit neuen Heizungen und Dämmstoffen arbeiten müssen und denen trauen sollen, für die sie jahrelang haften müssen. Bürgerinnen, die ihr Erspartes investieren müssen in die Energiewende, in neue Energieformen. Banker, die ihr Erspartes anderer anlegen müssen. Forscher, Lehrerinnen, Schülerinnen, Bildungsanbieter, Politikerinnen, jeder Einzelne muss überzeugt werden, damit die Energiewende von unten richtig powern kann. Es reicht nicht nur, Bürgermeisterinnen europaweit zu verknüpfen, sondern wir müssen die Menschen in der Basis zusammenbringen. Ich habe den ganzen Prozess bei der Einführung der Solartechnologie von Anfang an begleitet. Und wenn ich eins weiß, dann das Vertrauen für Veränderung von Mensch zu Mensch gewonnen wird. Es entsteht, wenn dir jemand sagen kann, guck hier, jetzt läuft alles prima, aber wenn du es jetzt machst, dann kannst du dir diesen und jenen Umweg sparen und wenn du Fragen hast, helfe ich dir. Best-Practice-Beispiele und Erfahrungsaustausch sind die halbe Wende. Nicht akademisch-technokratisch, sondern von Mensch zu Mensch springen die Funken. So kommt die Energiewende von unten in Fahrt und so können wir die Jugendarbeitslosigkeit in Europa mit dem Green New Deal bekämpfen, auch indem wir die neuen Möglichkeiten nutzen, ESF und EFRE-Mittel zu kombinieren. Es ist so wichtig, dass wir Menschen in Europa zusammenbringen, über Projekte, über Berufspraktika, über Austauschprogramme, über Veranstaltungen, über Forschungsprogramme, Stipendien und anders belebte Städtepartnerschaften von Kommune zu Kommune. Das Ruhrgebiet ist ja quasi ein einmaliges Laboratorium für Strukturprojekte aller Art. Wir teilen als Region die Erfahrung der schrumpfenden Wirtschaftskraft mit vielen Ländern im Süden Europas, die dringend auf neue Impulse, auf den Green New Deal angewiesen sind. Und vieles von den Projekten im Ruhrgebiet trägt dank starker Grüner, vergleichsweise bundesweit, auch im Ruhrgebiet grüne Züge.
Die Klima-Expo NRW wird demnächst eine gute Plattform für den europaweiten Erfahrungsaustausch rund um Energie- und Klimaprojekte sein, und zwar nicht nur im Ruhrgebiet, sondern landesweit. Ich habe mir deshalb schon vor 2 Jahren überlegt, dass ich für das Europaparlament auf einem hinteren Platz kandidieren will, weil wir diesen Erfahrungsaustausch ganz klar als ein grünes Projekt voranbringen müssen. Nicht als Einbahnstraße, nicht nur im Bereich Energie, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Umweltschutz, Abwasser, Abfallwirtschaft, Brachflächen, Recycling, Kreativwirtschaft. Es gibt viel zu tun. Und wir sollten als Grüne dieses Terrain nicht einfach den MDEPs der Genossen überlassen. So viel zu meiner ursprünglichen Motivation. Im Bundestagswahlkampf habe ich dann erlebt, dass das Europathema zwischen den Stammtischparolen einerseits und den volkswirtschaftlichen Debatten andererseits eher gemieden wird. Bei uns im Kreisverband wurde ernsthaft diskutiert, ob wir überhaupt Plakate zur Europawahl hängen sollen und nicht die Plätze lieber für die Kommunalwahl nehmen. Nur wenn man dieses Thema so vermeidet, macht man den Leuten Angst. Fakt ist, Regionen in Europa haben unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten. Wenn Wechselkurse diese nicht ausgleichen, muss es anders gehen. Über Geld oder über Umzüge von Menschen. Da ist sie, die Frage nach der europäischen Solidarität. Klar sind das Konflikte. Im Ruhrgebiet ist das kein Ding. Da musst du nur sagen, die Bayern meckern beim Landesfinanzausgleich ja auch immer über das strukturschwache Ruhrgebiet. Das ist nicht anders als zwischen Deutschland und Griechenland. Trotzdem will keiner Wechselkurse zwischen Bayern und Deutschland. Der Unterschied zu Europa wird aber auch sehr schnell klar. In Deutschland haben wir eine solide Demokratie und klare Spielregeln, um den Ausgleich von Differenzen zu verhandeln. Konflikte wird es immer geben, auch in Europa. Deshalb braucht Europa belastbare demokratische Strukturen, um genau diese Konflikte vernünftiger zu regeln. Und da wollen wir hin als Grüne mit unserem grünen Programm EU-Konvent, eine geänderte Verfassung, mehr direkte Demokratie. Das steht alles in unserem grünen Programm. Und das ist meines Erachtens auch nicht schwer zu vermitteln im Europawahlkampf. Kommst du bitte zum Schluss? Ja. So, ihr habt jetzt noch 30 Sekunden Zeit, eure Fragen einzuweifen. Jetzt kommt der Werbeblock zu meiner Person. Ich bin 50 Jahre alt, verfüge über viel Berufserfahrung. Ich bin PR-Frau. Mein Berufsstart war 1990 im Euro-PR-Netzwerk. Ab 1996 habe ich dafür gesorgt, dass Europas bekannteste Solaranlage im Ruhrgebiet steht. Mit dem Begriff der virtuellen Kraftwerke weltweit klargezogen, dass erneuerbare, dezentrale Energieerzeugung regelbar ist. Ich will nur sagen, ich kann internationale Kommunikation und ich habe kommunale Erfahrung in der Regional- und Strukturpolitik im Kreis Recklinghausen. Auch in internationalen Strukturprojekten habe ich gearbeitet. Seit vielen Jahren bin ich Fraktionssprecherin der Grünen im Regionalverband Ruhr. KV-Sprecherin in Herne bin ich seit kurzem. Ich würde mich freuen, wenn ich euer Vertrauen für diese Europalistenkandidatur bekomme. Die Voten meines Kreisverbandes, des Bezirksverbandes der LAG Europa habe ich. Und wenn ich es tatsächlich auf einen der hinteren Plätze ins Europaparlament schaffe, dann kann ich euch jetzt schon garantieren, auf uns kommt eine Menge Arbeit zu. Dankeschön, Sabine. Fragen an Sabine liegen nicht vor. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Vorstellung und ich bitte Christine Linnertz hier vorne aufs Podium. Das Mikro wieder hoch. Das war ja gerade richtig süß, aber ich brauche leider kein Mikro. Ich mache das einfach in Gebärdensprache. Dankeschön. Also liebe grüne Freundinnen und Freunde, liebe Gehörlosen, die auch zahlreich erschienen sind, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Ich bin auch froh und dankbar, dass ich meine Bewerbung nochmal hier vorstellen konnte. Auch wollte ich einfach sagen, warum ich als taube Gebärdensprachnutzerin, warum ich für die Grünen halt bin. Für mich ist es ganz klar, dass die Grünen die Grundlage, den Grundwert haben, die Inklusion voll zu nutzen.
Und das ist das Diversity-Thema, was ganz klar ist bei den Grünen. Und ganz viele Parallelen, die auch zu der Behindertenrechtskonvention vorhanden sind. Zum Beispiel keine Diskriminierung, niemand darf diskriminiert werden. Die Rechte auf Grundfreiheit, die auch die Grünen ganz stark sagen. Und vor allem ist es so, die Basisdemokratie, die freie Meinungsäußerung, die dann auch gezeigt werden kann. Aber als Gehörlose, als taube Gebärdensprachnutzerin kann ich da mich einmischen, kann ich da mit reingehen. Ich stehe immer an Fronten, aber es ist ja nicht nur meine Front, aber auch die der Hörenden. Ihr habt auch nicht die Möglichkeit, mich anzusprechen, in Gebärdensprache zum Beispiel. Auch ihr könnt es leider nicht. Und das ist auch meine Motivation umgekehrt. Das heißt für mich, dass ich einfach das zeigen möchte, dass die Grünen, ihr Engagement um die Minderheiten, um Menschenrechte, um Inkooperation und das, was wir machen, die Minderheiten der Hörbehinderung, das geht ja nicht nur um hörbehinderte Menschen, dass alle Menschen eben anders sind als die anderen, sei es Schwule, Lesben, die sind auch unter der Masse der Gesellschaft eine Minderheit, die Flüchtlinge. Die haben auch im Prinzip auch eine Behinderung und wären behindert. Das sind ganz viele Minderheiten in der Gesellschaft und die haben auch ihre Menschenrechte. Und man kann das dann eben, diese Informationszugänglichkeit ist oftmals auch insbesondere für Hörbehinderte nicht vorhanden. Und deswegen möchte ich es einfach nochmal aufzeigen mit der Behindertenrechtskonvention, die ja 2009 verabschiedet worden ist und in ganz Europa, die Menschenrechtekonvention ist schon 2010 umgesetzt worden. Es gab ganz wenig Bewegung in der Zeit. Ich möchte auch darauf hinweisen, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Also, ja, ich bin einfach aufgeregt, tut mir leid. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Entschuldigung. Ein bisschen Luft. Also ich möchte einfach noch mal zeigen, ich als taube Politikerin, also bislang war das ja nicht so gewesen, ob jetzt hier oder in Europa, ja, ich habe ja sehr viele Kontakte innerhalb von Europa, dass ich gebärde jetzt, die Diskussionsvorträge werden gemacht, die Hörenden haben ihre Small Talks in der Pause. Wenn ich jetzt mich mehr vorstelle als Politikerin, das wäre für mich so nicht möglich. Ich sehe da Gebärdensprachdolmetscher bei offiziellen Anlässen und der eine macht Händchen hoch und sagt guten Tag, aber der Austausch, der Meinungsaustausch, die Meinungsfreiheit, die ich ja auch sagen möchte, ist mir einfach nicht möglich so. Das heißt, das betrifft ja nicht nur mich, die als taube Politikerin, sondern auch alle anderen, die gar keinen Zugang zu mir haben als taube Politikerin. Und andere Behinderungen, das Gleiche. Keiner kann auf mich zu, es ist ja nicht nur auf meiner Seite. Ich denke auch, das ist wichtig, dass man Hemmungen abbauen muss und beide Seiten aufeinander zukommen. Und das ist einfach eine Haltungssache. Das heißt, was für mich ganz klar ist, wir haben das Recht auf Meinungsäußerung und Bildung und Gestaltung der Gesellschaft und auch die Entscheidung, weil wir einfach, wir Grüne, einfach auch diese Sachen immer wieder transparent machen. Und das möchte ich transparent machen für alle. Das heißt, nicht nur ich, das ist nicht nur mein Problem als Betroffene, nein, das ist auch das Problem für alle Menschen, für alle Bürger innerhalb von Europa, wie man damit umgehen kann. Also die Menschen, die immer, das sind ja nicht nur die Behinderten an sich, sondern ganz viele Menschen, Minderheiten haben Probleme. Das ist ein Grundfreiheitsrecht, das man hat und das ist oftmals nicht möglich, was immer wieder an Grenzen stößt. Und dafür möchte ich mich unheimlich einsetzen. Diversity, gerade bei den Grünen in Europa, ich möchte das als Norm haben und das als Norm schaffen. Und dass das eine Selbstverständlichkeit für die Menschen sind, dass sie anders einfach denken und anders einfach auch leben können und einfach Aussichten haben für ihre Zukunft und einfach auch die, egal welche sexuelle Orientierung, Hintergrund, Migrationshintergrund, komplett egal, alle zusammen. Was mich auch wieder, wir können unheimlich viel gemeinsam bewegen. Wenn ich mir die europäischen Grünen anschaue, die Eva, wenn ich das so schaue, der erste Schritt für Europa, das fand ich schon so unheimlich begeisternd, die Konferenzen, die mit Gebärdensprachdolmetscher bestückt worden sind, die wirklich per Livestream übertragen worden sind. Sogar ein Prinzip, eine Online-Fragestunde in International Sign Gebärdensprache.
ich habe unheimlich viel damit, also mit dem Europäischen Gehörlosenverband und mit dem Weltverband der Gehörlosen zu tun, die unheimlich das versuchen in Bewegung zu setzen, dass wir uns wirklich solidarisieren für alle möglichen Minderheiten. Und das braucht das Bewusstsein. Und das ist unheimlich wichtig für Christine, Europa. Christine, kommst du bitte zum Schluss? Also das heißt, dass das eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass es auch ein soziales Europa ist. Aber leider muss ich sagen, ich finde das sehr schade, dass ich im Vorfeld mit euch Grünen und nicht diskutieren konnte. Ich konnte mich mit euch absprechen. Das ist jetzt nicht unmöglich, als gehörlose Politikerin das zu machen, sondern eigentlich mit den anderen Mitteln. Das heißt, als taube Gebärdensprachnutzerin innerhalb von Europa das zu verändern mit den Grünen zusammen. Aus diesem Grund möchte ich einfach habe ich den außergewöhnlichen Weg gewählt, hier einfach mich zu bewerben, vorzustellen. Und hinzu kommt eben, dass wir gemeinsam Europa gestalten und auch bewegen können als Grünen. Und nicht nur Diversity sind, sondern das heißt nicht Inklusion, sondern umgekehrt, Diversity macht Inklusion. Und deswegen nochmal möchte ich darauf hinweisen, dass ganz viel Engagement für Europa dahingehend notwendig ist, auch besonders durch die Grünen und da immer schon die Vorreiterrolle gehabt haben. Und das möchte ich ganz immens unterstützen. Und ich möchte, dass das mit uns und nicht über uns gemacht wird. Und ich möchte nochmal sagen, ganz großen Dank aussprechen für den Europäischen Gehörlosenverband sowie auch dem Weltverband der Gehörlosen, die auch der Deutsche Gehörlosenbund, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und auch der Landesverband Wuppertal, die mich ganz immens hiergehend unterstützen haben. Und das ist auch unheimlich schwer mit der Kommunikation, dass mich da immer wieder unterstellen. Die Kommst LAG. Kommst du trotzdem zum Ende langsam? Danke. Ja, dass die LAG, der Bereich der Soziales, mich auch unterstützt hat und die BAG der Behindertenpolitik. Und ich würde einfach. Ich möchte das kurz hier zeigen, dass es ein Unterstützungsschreiben ist von dem Europäischen Gehörlosenverband. Und wenn man das, es gibt 1 Million Gebärdensprachnutzer in ganz Europa. Das nochmal als Hintergrund. Und hier ist das der Weltverband der Gehörlosen. Und der Sitz ist in Finnland und der Präsident selber wohnt in Australien und die noch extra mal die Unterstützung gegeben haben und die möchte ich einfach weiterreichen. Und es sind insgesamt 70 Millionen Gebärdensprachnutzer weltweit. Und vielen Dank, dass ihr mich hier unterstützt habt. Ich hoffe auf euer Votum und möchte gerne mit euch zusammen Europa für Europa kämpfen, mit den Grünen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christine. Mir liegen jetzt keine weiteren Bewerbungen vor. Bewerbungsschluss war ja auch schon. Wir kommen also jetzt zur Abstimmung über das zweite Votum. Frauenplatz für die Kandidatur aus NRW für das Europäische Parlament. Es werden gerade gelbe Stimmzettel verteilt. Kommt gleich schon. Gib mal einen Zettel. Auf diese Stimmzettel müsstet ihr dann jetzt natürlich die Namen schreiben, damit ihr auch differenziert abstimmen könnt. Ihr müsstet also Sabine von der Beck in eine Zeile schreiben und Christine Linnertz in die andere Zeile schreiben. Oder nur einen Namen und ja oder nein. Aber ihr müsst auf jeden Fall einen Namen jetzt auf den Zettel schreiben. Gut, die Zettel werden verteilt. Vielleicht haltet ihr auch noch mal eure Stimmkarten hoch, wenn ihr noch keinen Wahlzettel bekommen habt. Ich bin gebeten worden, nochmal die Namen der Kandidatinnen zu sagen. Sabine von der Beck und Christine Linnertz.
So, haltet ihr bitte eure Zettel hoch und eure Stimmkarten, wenn ihr abstimmen möchtet. Ich habe abgestimmt, ja. Ja. Genau, haltet bitte weiterhin eure Stimmkarten und die Stimmzettel hoch, wenn ihr noch nicht abgegeben habt. Das macht es den Einsammlerinnen leichter. So, da ganz hinten sehe ich noch Stimmzettel abzugeben. Hier vorne sehe ich gar keine mehr. Da gehe ich davon aus, dass hier vorne auch schon alle eingesammelt worden sind. Falls das nicht der Fall ist, haltet sie bitte noch mal hoch. Gibt es noch jemanden, der seine Stimme nicht abgeben konnte? Ich sehe jetzt niemanden mehr. Dann schließe ich somit den Wahlgang. Und ich habe jetzt das Ergebnis für euch. Das Votum offener Platz, Votum Nummer 1, Sven Giegold. Abgegebene Stimmen 55, keine ungültig, Quorum wäre 28. Es gab 2 Nein, 2 Enthaltungen und 51 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur Vorstellung der Kandidaten für das zweite Votum. Hier liegen uns Bewerbungen vor von Peter Alberts, von Manfred Böttcher, von Patrick Hennings, von Arndt Kuhn und von Stefan Volpert. Gibt es weitere Kandidaturen um ein zweites Votum des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen? Auf dem offenen Platz. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann fangen wir jetzt mit der Vorstellung der Kandidaten an. Und ich bitte alle, die Sven Giegold herzlich gratulieren, um ein bisschen Respekt gegenüber denen, die sich hier vorne vorstellen. Und wir fangen an mit Peter Alberts. Peter, du hast 5 Minuten, dich vorzustellen. Bitte schön. Das könnte ja sein. Genau, deswegen gehe ich. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, hallo. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr hier reingekommen seid und dieses Bild da gesehen habt, was der Roland da gerade fotografiert, als der Stacheldraht da noch drumherum war. Ich muss sagen, mir hat das persönlich wirklich richtig physisch wehgetan. Ich bin nicht jemand, der zum Pathos neigt und ich bin auch nicht jemand, der zu politischen Inszenierungen neigt und die besonders schön findet, aber dieses Bild, das fand ich sehr stark, dieses Bild von Europa, das doch eigentlich dafür stehen sollte, Grenzen zu überwinden und Grenzen zu öffnen, dieses Europa eingesperrt in Stacheldraht, das war etwas, was ich finde, was es ziemlich auf den Punkt gebracht hat, an welcher Stelle wir im Moment stehen und warum es so wichtig ist, dass wir uns als Grüne bei der Europawahl im nächsten Jahr richtig reinhängen und richtig kämpfen für ein offenes Europa ohne Stacheldraht. Warum ist das so? Meine erste, ich habe 2004 angefangen, mich wirklich intensiv mit Europapolitik zu beschäftigen und mich zu engagieren in der Europäischen Grünen Partei. Ihr entsinnt euch vielleicht 2004, Europawahlen,
Im Mai 2004 war die EU-Osterweiterung. Wir haben in Münster eine tolle Party gehabt, die die EU-Osterweiterung gefeiert hat als grüner Kreisverband. Wir hatten polnische Ska-Bands und wir haben europäische Spezialitäten aus den 10 Ländern, die dabei getreten sind, dabei gehabt. Und dieser Wahlkampf, und das war toll, und das war sozusagen für mich eines der schönsten politischen Events, auf denen ich jemals war. Und dieser Wahlkampf 2004, da ging es darum, wir Grünen sind die europäischste Partei, wir sind die Pro-Europa-Partei und wir waren in einem Wettbewerb darum, sozusagen zu sagen, wer ist denn jetzt der europäischste Europäer, der wird gewählt. Europa war das Top-Gewinnerthema und wir hatten extrem gute Karten darin, weil wir glaubhaft immer schon für eine europäische Integration gestanden haben. Und ich fürchte jetzt, 10 Jahre später, bei der nächsten Wahl, wird es genau andersrum sein. Europa ist für viele zu einer Bedrohung, zu einem angstbesetzten Thema geworden. Europa ist zu einer Sorge geworden. Und wir werden verdammt nochmal unsere Hacken zusammenschlagen müssen und unsere Vision von einem Europa, das Grenzen überwindet und Grenzen öffnet, offensiv verteidigen müssen. Wir haben viel über die Stacheldrahtgrenzen für die Flüchtlinge gesprochen und an den unerträglichen Zuständen für Menschen, die beispielsweise aus Syrien fliehen und in Europa keine Aufnahme finden. Wir haben viel gesprochen über die Menschen, die zu Hunderten, zu Tausenden im Mittelmeer elendig ertrinken und es ist ein fürchterlicher Skandal. Wir haben heute noch überhaupt nicht gesprochen über die Menschen, die gerade jetzt aktuell in Kiew auf dem Maidan Nezalezhnosti, auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Ukraine demonstrieren für eine europäische Perspektive für ihr Land, für eine offene Grenze für ihr Land, für den Abbau von Stacheldraht, den in diesem Fall jetzt nicht die Europäische Union hochgezogen hat, aber den Russland sozusagen der Ukraine vor seine europäische, westlich orientierte Perspektive aufbaut. Und auch da glaube ich, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir uns für eine grüne, offene, willkommene, weitere europäische Integrations-, Nachbarschafts- und Eingliederungspolitik stark machen, auch in unserem ureigensten Interesse, auch um unsere europäischen Werte von Menschenrechten, von Teilhabe, von Demokratie zu verteidigen. Und auch da glaube ich, brauchen die Menschen in Weißrussland, in der Ukraine, in anderen, aber auch natürlich im Nordafrika, im Nahen Osten, die gucken sehr genau auf die Diskussion, die wir hier führen und die sind, glaube ich, sehr genau auch darauf angewiesen, dass es in Europa eine Stimme gibt, die auch in stürmischen Zeiten zu einem offenen Europa für alle und zu europäischer Solidarität und Abbau von Stacheldraht steht und das sind wir, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt aber auch noch weitere Grenzen in Europa. Es gibt die Grenze zum Beispiel, die finanziellen Grenzen, die Teilhabegrenzen. Über Teilhabe haben ja gerade meine Vorrednerin auch viel gesprochen, aber zum Beispiel auch die 50-60% arbeitslosen Jugendlichen in den südosteuropäischen Ländern, für die sind unsichtbare Grenzen da. Wie kann Teilhabe in Europa geschehen, wenn wir keinen europäischen Sozial- und Wirtschaftsraum haben, beziehungsweise nur den Wirtschaftsraum, aber eben nicht den Sozialraum und diese Teilhabe nicht solidarisch und sozial organisiert haben? Das ist entscheidend wichtig, auch an dieser Stelle die Grenzen aufzubauen. Und schließlich, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich bewerben mit dem Arbeitsfeld europäische Nachbarschafts-, Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da kommt es darauf an, die Zivilmacht Europa zu stärken und in der Zivilmacht Europa wiederum Grenzen aufzubauen, und zwar Grenzen der Rüstung aufzubauen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir in Europa uns als Vorreiter von Abrüstung und von Abrüstungsinitiativen sehen. Es ist ein unerträglicher Skandal, dass zum Beispiel die syrischen Chemiewaffen sich keine Lösung dafür gefunden hat, wo die denn jetzt nun vernichtet werden können. Eine Europäische Union, wie ich sie mir wünsche und wie ich sie vorstelle, hätte die technischen Fähigkeiten und den politischen Willen und auch das Geld dazu, eine solche einmalige Chance, die sich bietet, Massenvernichtungswaffen zu vernichten, das auch zu ergreifen und das auch zu tun und sich da nicht den schwarzen Peter hinzuschieben. Ich komme zum Schluss, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Peter Alberts, Sprecher des Kreisverbands Münster, seit langen Jahren in der Landesarbeitsgemeinschaft Europa Frieden Internationales in NRW engagiert, deren Votum ich auch habe. Das Votum meines Kreisverbandes habe ich ebenfalls. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich möchte für euch wie 2009 einen engagierten Wahlkampf machen, auch auf einem eher hinteren Listenplatz.
mein Anspruch ist und mein Ziel ist es, einen Listenplatz zu bekommen, der möglicherweise auch noch zieht. Und ich möchte mich da richtig reinhängen und ich möchte gerne für euch die Stimme für gemeinsame europäische Nachbarschafts-, Friedens- und Verteidigungspolitik und für Abrüstung und offene Grenzen in Europa sein. Danke euch. Vielen Dank, Peter. Es liegen keine Fragen an dich vor. Du könntest also 2 Minuten noch. Vielen Dank, Peter. Die Versammlung dankt es dir. Der nächste Kandidat ist Manfred Böttcher. Manfred, 5 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Bitte schön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das geht auf keinen Fall so weiter, wenn das so weitergeht. Diese Einsicht Erich Kästners passt zu den europäischen Zukunftsperspektiven, die der schwarz-rote Koalitionsvertrag zeichnet. Dort wird eine altbackene nationalstaatliche Wachstumsorientierung festgeschrieben. Keine guten Aussichten für Nachhaltigkeit, europäische Integration und kommunale Selbstverwaltung. Es kann so nicht weitergehen, aber noch haben wir die Möglichkeit, den europäischen Alltag besser zu machen. Am 25. Mai nächsten Jahres können wir grüne Handlungsspielräume erweitern. Wir wollen ein subsidiäres Europa, das global handlungsfähig und lokal erneuerbar ist. Unsere eben verabschiedete Resolution und der Entwurf unseres Europawahlprogramms weisen den Weg zu einer grünen, föderalistisch orientierten Innenpolitik für und in Europa. Dabei kommt den Kommunen und Regionen eine Schlüsselrolle zu. In Kommunen und Regionen müssen sich Strukturen und Verhalten direkt an den Wandel anpassen. Hier werden bei leeren öffentlichen Kassen die Kraftquellen, Fantasie, Engagement und Experimentierlust neu entdeckt. Hier entstehen alternative Ökonomien. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist kein Zufall, dass vor Ort Verleihläden, Solargenossenschaften, Transition Town Gruppen, Secondhand Upcycler, Tausch- und Teilbörsen, Selbsthilfe oder Urban Gardening Gruppen aus dem Boden sprießen. Es ist kein Zufall, dass vor Ort gemeinschaftliche Wohnprojekte und Konzepte für ein entrümpeltes und vereinfachtes Leben entwickelt und ausprobiert werden. Vieles kommt ein wenig friekig aus der Nische, manches ist mehr spielerisch, aber einiges fühlt sich heute schon so an wie die Keimzelle für ein postfossiles Europa. Ob netcycler.de oder Deutschland repariert, ressourcenschonen kann Spaß machen und hat das Zeug dazu, ohne Veggie-Days und erhobenen Zeigefingern europäischer Mainstream zu werden. Das aber muss Politik unterstützen. Dass wir heute über die deutsche Energiewende sprechen, wäre undenkbar ohne die kommunalen Solar-Selbstbaugruppen der 1980er Jahre und das dazu passende erneuerbare Energiengesetz. Lasst uns in diesem Sinne unsere alte 3E-Strategie zu einer 8E-Strategie erweitern. Lasst uns von der skandinavischen Kommunalkultur genauso lernen wie von den verschiedenen transformativen Lebensstilgruppen. Ergänzen wir also Effizienz, Erneuerbare und Einsparung um Europäisierung, Entschleunigung, Entflechtung, Entrümpelung und Entkommerzialisierung. Lasst uns im Europaparlament an der Frage arbeiten, wie gutes Leben in einer Gesellschaft ohne Wirtschaftswachstum aussehen könnte. Flankiert wird es durch eine Struktur- und Regionalpolitik für Gemeinwirtschaft und soziale Innovationen oder durch europäische Öko- und Transaktionssteuern, mit denen wir nachhaltigkeitsorientiertes Verbraucherverhalten unterstützen und Staatshaushalte entschulden können. Politik kann Wachstum hier und Schrumpfung dort zwar ermöglichen, aber nicht herbeiführen. Politik muss aber Antworten darauf haben, wie wir in Europa den negativen Folgen von Wachsen und Schrumpfen gesellschaftlich begegnen. Um die europäische Plunder- und Plündergesellschaft zu beenden, müssen als erstes die Kommunen krisenfester werden. Denn hier beginnt das Europäisieren, das Entschleunigen, Entflechten, Entrümpeln und Entkommerzialisierung. Liebe Freunde, ob Stefan Engsfeld, Hans-Christian Markert, Daniela Schneckenburger, Reinhard Loske oder Hermann Ott, an diesem Projekt arbeiten viele NRW-Grüne mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der grüne Transformationsweg in ein nachhaltiges Europa der Kommunen und Regionen entsteht beim Gehen. Mit eurem Votum möchte ich dabei einige Schritte mitgestalten. Vielen Dank. Lieber
Lieber Manfred, vielen Dank für die Unterschreitung sogar noch der Bewerbungszeit. Es liegen keine Fragen an dich vor. Du könntest jetzt nutzen, nochmal zu sprechen. Vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Bewerber. Das ist Patrick Hennings. Patrick, auch du hast 5 Minuten. Bitte schön. Jo. Liebe Mitkämpferinnen und Mitkämpfer für unser gemeinsames und unteilbares Europa. Unser Projekt Europa ist gefährdet durch immer mehr soziale Kälte. Was müssen und können wir tun? Wir sind die Partei, die für Nachhaltigkeit, für Respekt gegenüber Menschenwürde, unseren Tieren, unserer Erde, für maximal mögliche Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Vielfalt steht und unseren Nachkommen eine gerechte und gesunde Welt hinterlassen will. Was sind die Grundlagen, also die Werte und Fundamente für diese verantwortungsvolle Aufgabe? Es ist unstreitig, dass die Menschen genug zum Leben haben müssen. Ansonsten bleiben sie weiterhin verschlossen und blind gegenüber unseren Inhalten, gehen weiterhin zu den Fast-Food-Ketten, kaufen weiterhin Klamotten aus Kinderarbeit und so weiter. Es gibt auch zu viele Menschen, die sich an der RTL-2-Depression befinden und vor lauter Ahnungslosigkeit gegenüber ihrer eigenen Bedeutung in einer demokratischen Gesellschaft meinen, dass es nichts beizutragen gäbe. Diese Lethargie, dieses Desinteresse gegenüber den herrschenden und sich selbst bedienenden Hyänen finden wir auch in den Bildungsbürgerschichten. Wir haben es mit Armut im finanziellen, geistigen und moralischen Sinne zu tun. Das heißt, die Herausforderungen sind ebenso vielfältig wie die von uns angestrebte Gesellschaft. Wie können wir es deutlich machen, dass die Ziele der Nachhaltigkeit, Wertschätzung, Verantwortungsbewusstsein echte existenzsichernde Ziele sind? Ökologie darf kein Luxus mehr sein. Bildung darf kein Gut mehr nur für Eliten sein. Und Gerechtigkeit darf auch nicht mehr nur eine Freizeitbeschäftigung sein. Deshalb brauchen wir eine starke Kultur. Kultur ist ein wunderbares Mittel für den nötigen, wichtigen gesellschaftlichen Austausch über alle Grenzen hinaus. Kultur äußert sich in einer Sprache, die am leichtesten von verschiedenen Gesellschaften verstanden werden kann und Themen zugänglich macht. Denn Kultur ist Bildung. Deshalb brauchen wir eine starke Bildung und mittelständische Wirtschaft. Je besser unsere Menschen im Durchschnitt gebildet sind, desto besser sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Desto besser sind die Chancen für unsere stärkere und unsere so wichtige Mittelschicht mit den vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, die in der Regel humanere Arbeitsbedingungen, nachhaltigere Produkte anbieten und einen verantwortungsvolleren Rohstoffeinkauf tätigen. Deshalb brauchen wir die soziale Gerechtigkeit. Mit einer starken Bildung, ausreichenden Kulturarbeiten können wir mehr Bewusstsein und Verständnis für die richtigen Wege zur sozialen Gerechtigkeit, kulturellen und sozialen Inklusion für alle vom Ausschluss bedrohten Menschen erreichen. Deshalb brauchen wir den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Freiheit. Solange zum Beispiel die aktuellen Generationen im Leitbild von Investmentbankern ihre Zukunft geschickt werden, werden wir keine soziale Gerechtigkeit herstellen können. Es ist also unsere große Aufgabe, Solidarität wieder schick zu machen und den Trend zur Gier zu beenden. Es gilt, neue Wege aus diesem soziokulturellen Problem zu finden, nicht nur in unserem Europa. Gerade mit einer starken Sozialpolitik als Verknüpfungsglied zwischen unseren so wichtigen politischen Aufgaben und Zielen können wir den sozialen Frieden wieder erreichen. Und so unsere Menschen leichter unsere vielfältigen Themen und Aufgaben zugänglich machen und sie erfolgreich für uns gewinnen. Und so auch leichter den Rechtspopulismus und Rassismus in Europa erfolgreich bekämpfen. Da fällt mir ein, was heute Morgen schon gesagt wurde. Es gibt ein taubes Mitglied im Europaparlament. Herr Adam Kusa aus Ungarn gehört jedoch zur Fidesz, diese rechtspopulistische Regierungspartei, die also Menschenrechte mit den Füßen tritt und Sinti und Romas verfolgt.
So ein Mann macht Behindertenpolitik in Europa. Als Sozialpolitiker und Kandidat mit Voten vom AK Inklusion und der LRG Soziales bietet euch meine vielfältigen Kompetenzen an für Menschenrechte, Menschenwürde, Bildungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, kulturelle und soziale Inklusion, eine starke Wirtschaft, eine Mittelschicht, Kleinkultur, eine menschenwürdige Grenz- und Integrationspolitik und für unsere gesunde und grüne Welt, wo wir alle uns mit Leidenschaft bilden, in Solidarität und Vertrauen leben können. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe es mir immer wieder überlegt, eigentlich wollte ich es nicht sagen, denn ich bin nicht mehr Opfer und Täter wie wir alle. Denn als Tauber kann ich jetzt zum Beispiel hier stehen und kandidieren. Jedoch aufgrund der wahnsinnig wichtigen Bedeutung für uns als Partei und die große Chance, wirkliche Selbstvertreter aufstellen zu können, dass wir mit meiner Kandidatur und der Kandidatur von Christine eine reelle und wichtige Chance haben. Die großen und wichtigen Sozialverbände und somit weitere wichtige Stimmen für uns zu gewinnen. Wir sind die einzige Partei in Europa, die zugleich eine taube Kandidatin und einen tauben Kandidaten hat. Das beweist doch erst recht, wir sind die wahrhafte Menschenrechtspartei. Dankeschön. Du kannst meinen Dank, Patrick. Vielen Dank, du hast die Zeit nahezu perfekt eingehalten. Es liegen keine Fragen an dich vor. Das heißt, du könntest jetzt noch mal 2 Minuten sprechen, musst du aber nicht. Du könntest die 2 Minuten auch der Versammlung schenken. Vielen Dank. Wir kommen dann jetzt zur Vorstellung von Arndt Kuhn. Arndt, 5 Minuten. Ja, danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, warum stehe ich hier? Mir geht es darum, einen Themenblock wieder mehr in den Fokus, mehr wieder auf die politische Agenda zu setzen, auch in unserer Partei. Und das ist der globale Wandel. Und dabei verstehe ich nicht nur den Klimawandel, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, was unser Hauptanliegen ist, dagegen zu arbeiten, dagegen zu kämpfen, da Vorsorge zu treffen, sondern es sind viele andere Bereiche. Seht die Verschmutzung der Meere an, das Überfischen der Meere, Verlust von Wäldern, von biologischer Vielfalt, die Probleme mit Wasser und mit unseren Ressourcen. Hintergrund dieser, inklusive des Klimawandels, ist der Mensch, die Ursache dessen. Und wir sind dabei, dass wir im Jahr 2050, mittlerweile rechnen wir mit über 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind, im Moment etwas über 7. Der Klimawandel als einer der bedrohendsten dieser Punkte, die ich gerade aufgenannt habe, haben wir uns ein Ziel gesetzt, allgemein, sagen wir, maximal 2 Grad plus, mehr können wir nicht ertragen, kann diese Erde nicht ertragen. Nun aber, um das wirklich zu erreichen, müssen wir die Klimapolitik, auch unsere, weiterentwickeln. Wir diskutieren meiner Meinung nach noch viel zu oft nur über Strom und sehen da die sehr guten Ergebnisse, aber wir müssen hier weitergehen. Es geht eben nicht nur um CO2, sondern es geht zum Beispiel auch um Methan und Lachgas. Diese beiden Gase machen allein ein Drittel des zusätzlichen Treibhauseffektes aus. Ein Drittel. Und wir haben noch gar keine Konzepte, wie wir da wirklich rangehen. Wie wollen wir denn unsere Ziele erreichen 2050, dass wir um 90% runtergehen mit unseren klimarelevanten Emissionen? Das bedeutet hier, wir müssen insbesondere die Quellen und vor allen Dingen die Senken mehr schützen von diesen Gasen auch. Nun, ich bin auch sehr pessimistisch, dass wir dieses 2-Grad-Ziel überhaupt erreichen, überhaupt halten können, nicht mehr als 2 Grad. Wir sprachen schon die Enttäuschung von Warschau, aber Leute, das ist ja nicht nur Warschau, das war Kopenhagen und alle davor doch auch. Die Politik, internationale Politik, ist nicht in der Lage, hier tatsächlich für konkrete Resultate zu sorgen, die dann auch umgesetzt werden. Die Treibhausgasemissionen steigen weiter. Letztes Jahr erst wieder um über 2,2 Promille CO2, also mit steigender Tendenz. Bevölkerung wächst weiter und wir sehen auch im Kleinen bis runter in den Koalitionsvertrag, den jetzt CDU und SPD miteinander ausgehandelt haben, dass wir da nicht wirklich weiterkommen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, und die steigt von Tag zu Tag,
denn eine Ressource geht uns immer mehr abhanden, nämlich die Zeit überhaupt noch wirklich einen relevanten Wandel hinzukriegen. Das heißt, wir müssen uns vorsorgen, wir müssen Vorsorge treffen auf das, was da auf uns zukommen kann. Und das ist für mich eine der zentralen Aufgaben von Politik, vorzusorgen auf das, was da kommt. Das heißt also in dem Fall Anpassung an den Klimawandel. Drei Stichworte. Es wird in Zukunft mehr gehen um nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, dass wir überhaupt nachhaltig wir bekommen. Wir werden Probleme haben, das haben wir jetzt schon zu sehen in vielen Bereichen mit dem Wasserhaushalt oder auch mit der Gesundheit. Wenn wir sehen, das haben wir jetzt schon bei weltweit ungefähr 0,9 Grad Temperaturerhöhung, dass wir hier so in Südeuropa schon jetzt massive Probleme haben, aber auch in vielen Drittländern, Bangladesch oder in vielen Ländern Afrikas haben wir, sehen wir jetzt schon Auswirkungen bei 0,9 Grad. Was mag es erst bei 2 Grad sein, selbst wenn wir die erreichen. Aber die Modelle sagen jetzt momentan eher von 3 bis 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Konkret, was bedeutet das? Konkret sprechen wir jetzt schon, es gibt Abschätzungen von etwa 100 Millionen Menschen, die ihr Land, ihre Region verlassen müssen, weil sich die Umwelt stark verändert haben. Zum großen Teil eben auch durch klimatische Veränderungen. 100 Millionen Menschen. Und konkrete Maßnahmen, denke ich, wofür ich mich einsetzen würde, ist zum Beispiel die Anerkennung dieser Flüchtlinge, dieser Klimaflüchtlinge auch im Bereich der Klimakonvention, der Genfer Konvention. Anerkennen als Flüchtlinge, denn es ist egal, im Endeffekt das Gleiche. Wenn ich mein Land verlassen muss, weil ich politisch verfolgt werde oder weil dann Krieg droht oder stattfindet oder weil ich es verlassen muss, weil ich da kein Wasser und keine Nahrungsmittel mehr produzieren kann. Ich weiß sehr wohl, 100 Millionen, das ist ja eine Riesenmenge, wäre eine Riesenaufgabe. Aber diese Verantwortung müssen wir annehmen, denn wir als Industrienation sind auch verantwortlich für das, was wir da in der Luft momentan haben, die Atmosphäre, die wir als Mülleimer für CO2 benutzt haben. Diese Aufgabe und Verantwortung müssen wir annehmen. Da ist ein Punkt, die Anerkennung der Flüchtlinge. Wir müssen die Anpassungsfonds finanziell besser ausstatten, auf Augenhöhe mit den Drittländern diskutieren und arbeiten und ich denke auch Klimapartnerschaften annehmen. Und auch nur wenn wir das machen, nur dann haben wir überhaupt die Chance, die Schwellenländer wie China und Indien, wie Brasilien, die mit enormem Wirtschaftswachstum einhergehen, knappe Minute, bin gleich fertig, überhaupt mit ins Boot zu kriegen. Nun, warum meine ich, dass ich diesen Bereich gut vertreten kann? Ich arbeite seit 25 Jahren in der Umweltforschung, bin Physiker, bin sehr oft in Ländern wie jetzt zum Beispiel 7-mal in China gewesen, sehe da die politische Entwicklung, aber insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung in Indien und Brasilien, da geht es also wirklich ab und man braucht sich nicht zu wundern, warum wir mit unseren Treibhausemissionen so weiter hochgehen. Ich bin Sprecher der LAG Wald, Landwirtschaft, ländlicher Raum, habe das erste Mal 2006 auf einer BDK hier in Köln den ersten Passus reinbekommen über einen Änderungsantrag über Anpassung an Klimawandel. Das heißt, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Problematik. Und zwei letzte Sätze. Sven sprach vorhin über die Lobby, wie schlimm die sind. Lasst uns Lobby sein. Lasst uns Lobby sein für die Kinder, die herumgerannt sind. Wer ist das denn überhaupt? Wir, die Lobby für die Kinder. Und ich denke, es ist eine tiefgrüne Aufgabe, dies zunehmend die Lobby für die Kinder, für ihre Zukunft zu sein und unseren grünen Satz aus den Anfängen der Grünen, wir haben diese Erde nur von unseren Kindern geborgt, lasst uns dies Aufgabe und Ansporn zu sein, möglichst erfolgreich grüne Politik zu treiben. Dankeschön. Vielen Dank, Arndt. Es liegen keine Fragen an dich vor. Wie hältst du es mit den 2 Minuten? Ein Geschenk an die Versammlung, herzlichen Dank. Als letzten Bewerber für das zweite Votum offener Platz ist die von Stefan Volpert. Stefan, du hast 5 Minuten, dich hier vorne der Versammlung zu präsentieren. Bitte schön. Und wenn ich euch noch mal bitten dürfte, die Seitengespräche möglichst geräuschlos zu führen oder woanders. Ja, herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, liebe mutige Europakandidatinnen und Kandidaten und herzlichen Glückwunsch an alle, die bisher gewählt worden sind. Ganz toll. Ich freue mich, dass wir alle heute hier in Köln zu dieser wunderbaren Europaveranstaltung zusammengekommen sind. Und ich freue mich auch, dass ich mit dem einstimmigen Votum meines Kreisverbandes mich hier um das zweite offene Votum bewerben darf. Liebe Leute, während wir hier versammelt sind und wir in Köln definieren, wie Europa und starke Grüne für Europa aussehen sollen, macht sich eine Vielzahl von Menschen in Afrika auf den Weg, nach Europa einzureisen. Viele von ihnen wissen nicht, ob sie auch vor Lampedusa ertrinken werden.
Sie machen sich noch keine Gedanken über Europapolitik und Sie kommen auch nicht hierhin, um uns zu bedrängen oder Sozialhilfe zu kassieren, sondern Sie kommen, weil Sie vor Armut, Krieg und Hunger flüchten. So wie es Millionen von Europäern in der Geschichte einst auch gemacht haben. Es gibt europaweit immer noch kein vernünftiges Konzept oder eine Quote für Einwanderungen, für Menschen, die hier ihr Glück suchen, arbeiten und sich integrieren möchten und die wir gut gebrauchen können, um unsere sozialen Systeme mittel- und langfristig auf stabile Füße zu stellen. Die zu erwartende Große Koalition schmiedet in einem europapolitisch nichtssagenden Koalitionsvertrag eine Bündnispolitik mit Konzernen, die Hungerproblematik in der Welt auf die Spitze treiben wird. Die Deutsche Bank verdient am Hunger und die Allianzversicherung sichert sich extra Profite durch Nahrungsmittelspekulation. Obwohl es genügend Lebensmittel gibt und wir heute weltweit einen Kalorienbedarf für 12 bis 14 Milliarden Menschen produzieren, hat jeder achte Mensch nicht genügend Essen und zu trinken auf dieser Welt. Und nun stehen die USA noch am Rande der Staatspleite und wollen sich auf unsere Kosten und auf Kosten der Natur durch Freihandelsabkommen mit Hilfe der Hinterzimmertürpolitik der Europäischen Kommission sanieren. Das wird grüne Europapolitik nicht akzeptieren. Wir sind für Transparenz und das von Haus aus. Liebe Freundinnen und Freunde, während die Welt aus den Fugen gerät offensichtlich, erscheinen unsere Diskussionen einer Regierungsbildung in Berlin und der Streit über Schwarz-Grün in Hessen eigentlich doch als wahre Luxusprobleme. Umso notwendiger erscheint mir die Frage zu beantworten, auf welche grünen Werte wir in der europäischen Politiklandschaft mit den Bürgern setzen wollen und können. Der Wert und die Bedeutung der menschlichen Arbeit in der landwirtschaftlichen Erzeugung von Lebensmitteln bekommt eine elementare ökologische und soziale Bedeutung. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist die Triebfeder der ökologischen und sozialen Transformation und einer sich selbst tragenden Entwicklung. Kleinbauern ernähren heute schon 70% der Weltbevölkerung, schaffen mehr Arbeit als die industrielle Landwirtschaft und damit mehr Einkommen und damit einen besten Beitrag gegen den Hunger. Afrika hat die Möglichkeit, sich selbst zu ernähren. Wir brauchen schnellstens den globalen Systemwechsel und Europa muss weniger, besser und angepasster an die Bedürfnisse produzieren. Selbstverständlich können wir uns in Europa auch selbst versorgen. Na klar. Und müssen nicht aus Argentinien oder Brasilien Sojabohnen und Mais als Tierfutter einführen. Die Kühe müssen aus den Fabriken raus und auf die Weiden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Milchviehställe am Niederrhein, bei euch in der Gegend, Bruno, für 850 Kühe gebaut werden, die in ihrem Leben nie das Tageslicht sehen werden. Das ist eine Entwicklung wie bei den armen Käfighühnern. Das sind Käfigkühe. Die Entwicklungsländer müssen ebenfalls mehr, anders und lokal angepasst produzieren. Das ist relativ einfach möglich. Dazu muss man auch investieren, nicht nur in die Landwirtschaft, sondern rund um die Landwirtschaft. Wir müssen dort nicht nur den Bauern helfen, besser zu produzieren, sondern wir müssen ihnen Zugang zu den regionalen Märkten bieten, Zugang zu Kleinmechanisierung, Zugang zu besseren Gesundheitsdiensten, zu Schulung, zu Internet, zu Strom. Das gehört alles dazu. Afrika könnte flächenmäßig sogar doppelt so viel Nahrungsmittel produzieren, wie es braucht und ist nicht auf Importe von globalen Agrarkonzernen angewiesen. Es gibt viel Land, aber es wird oft schlecht genutzt, weil zu viele Bauern keinen Zugang zu Informationen und zu Kenntnissen haben. Den Bauern bleibt vom Ernteerlös praktisch nichts, weil sie wieder alles Geld für Kunstdünger, Pestizide und Monsanto-Samen ausgeben. Stefan, kommst du bitte zum Schluss? Die 5 Minuten sind um. Der Königsweg führt überall auf dieser Welt weg vom parasitären Wachstum und führt hin zu Kreisläufen. Welchen Schrott produzieren wir denn heute noch mit Gentechnik? Mais für Ethanol, Sojabohnen für Biodiesel und für Fleischproduktion aus der Massentierhaltung. Alles jenseits einer gesunden und natürlichen Ernährung. Gentechnikpflanzen braucht kein Mensch. Liebe Freundinnen und Freunde, die Große Koalition mit ihrem beliebigen Koalitionsvertrag gibt uns genau die Steilvorlage,
die wir für 2000 brauchen. Und mein Angebot an euch für einen gut vorbereiteten Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, ich würde mich freuen, wenn ihr mir durch euer Votum das Vertrauen schenkt. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Ich habe noch. Auch an dich liegen keine Fragen vor. Du hättest jetzt noch 2 Minuten zur Verfügung, dich weiter zu präsentieren. Ich möchte keine Rede mehr halten, aber ich möchte hier auf den politischen Suppentopf aufmerksam machen, der am 14.12. hier in Köln-Kalk stattfinden wird. Da geht es um Zusammenrezepte für zukunftsfähige Landwirtschaft und gutes Essen für alle entwickeln, diskutieren, Workshop von 11 Uhr bis 21 Uhr. Es geht darum, über Hintergründe, über die Auswirkungen der industriellen und globalisierten Landwirtschaft zu erfahren und wie wir uns Alternativen vorstellen, wie es Modelle gibt, auch hier in der Gegend von Köln, im Hinblick auf eine solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Dann haben sich alle bisher bekannten Bewerber vorstellen können und wir verkünden jetzt aber erst das Ergebnis des vorherigen Wahlgangs. Genau, wir haben das Ergebnis für das Votum für den zweiten Frauenplatz. Abgegebene Stimmen waren 57, davon waren 2 ungültig. Das Quorum bei 28 Stimmen, 3 Enthaltungen und 2 Nein-Stimmen. Auf Christine entfielen 18 Stimmen und auf Sabine 32 Stimmen. Damit geht das Votum an Sabine von der Beck. Aber Christine, wir sind ja jetzt bei der Vergabe des Votums für den offenen Platz. Das heißt, auch Frauen dürfen auf diesem Platz kandidieren. Und ich frage dich deshalb, möchtest du deine Kandidatur für diesen Platz, für das Votum, für den offenen Platz aufrechterhalten? Dann könntest du hier auch Stimmen sammeln. Ich sehe Nicken. Christine wird also ihre Kandidatur hier für den offenen Platz aufrechterhalten und dann ist damit die Liste der Bewerberinnen für diesen offenen Platz komplett. Ich gebe nochmal zurück an Mona, damit die euch das weitere Verfahren erklärt. Und weil sie hiermit komplett ist, schließe ich dann auch die Bewerberinnenliste und spreche ein bisschen langsam, weil die wunderbare Technik gerade für euch, damit wir das nachvollziehbar haben, wer jetzt alles zur Wahl steht, die Namen in alphabetischer Reihenfolge eingibt und die gleich an der Leinwand über uns für euch erscheinen. Denn ihr habt eine Stimme, die ihr vergeben könnt in diesem Wahlgang. Also beziehungsweise ihr könnt einen Namen aufschreiben oder euch auf dem Stimmzettel mit alle Nein oder alle Enthaltungen äußern. Ja? Das war der Hinweis aus der Auszählkommission. Bitte nur einen Namen auf den Stimmzettel schreiben. Die Namen sind noch nicht eingeblendet. Jetzt sind sie da. Dann eröffne ich hiermit den Wahlgang, nochmal verbunden mit der Bitte, einen Namen oder eine klare Entscheidung bei alle Nein oder alle Enthaltungen. Ihr habt die Stimmzettel vorliegen. Das Team aus der Landesgeschäftsstelle ist dann eigentlich auch schon unterwegs, um die Zettel einzusammeln. Und ich bitte alle, die gerne ihren Stimmzettel abgeben möchten, mit der Stimmkarte einfach den Jawohl-Arm hochzuhalten, dann ist das gut nachvollziehbar. So. So, haltet ihr nochmal alle klar, sichtbar die Stimmkarte. Ich sehe dich da hinten. Der Kreisverband Mettmann hatte noch keine Gelegenheit. Das geht natürlich auf gar keinen Fall.
Wunderbar. Ich glaube, wir haben es gleich. So. Ich glaube, wir sind soweit fertig. Konntet ihr alle? Noch nicht ganz. So, jetzt sind wir fertig. Herzlichen Dank. Ich schließe den Wahlgang und viel Spaß beim Auszählen. Diese Auszählpause wollen wir gerne dafür nutzen, euch auf einen Kongress hinweisen, der aus den Reihen der ehrenamtlich bei den Grünen Engagierten entsteht. Und ich darf bitte den Wolfgang Rettig nach vorne bitten. Und der Wolfgang wird aber erst anfangen zu sprechen, wenn ihr zur Ruhe gefunden habt. Wolfgang, bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich danke dem Landesvorstand und dem Präsidium, dass ich hier kurz reden darf und einen Werbebeitrag einbringen darf. Ihr seht hier am äußeren Rand immer Plakate mit einem Wirtschaftskongress. Ist der Wirtschaftskongress? Ihr Lieben, es ist zu laut. Bitte ein bisschen mehr Ruhe. Danke. Diesen Wirtschaftskongress haben wir sehr ehrenamtlich erarbeitet. Eigentlich so eine Graswurzelbewegung war das, weil wir uns in der LAG immer gesagt haben, wir haben immer zu wenig Zeit für unsere Themen und unsere Themen richtig durchzuarbeiten. Und da ist bei uns die Idee gekommen, wir möchten das alles mal an einem Tag machen, mit vielen Foren, mit viel Input von außen, von NGOs, von der Wissenschaft, von der Wirtschaftsförderung, von Gewerkschaften und so weiter. Und jetzt haben wir uns innerhalb von einem Jahr sozusagen immer wieder daran gearbeitet und haben es geschafft, dass wir am 18.01. für einen Tag lang einen Kongress auf die Beine gestellt haben. Wir haben namhafte Wissenschaftler da, Schneidewind zum Beispiel, Uwe Schneidewind zum Beispiel vom Institut in Wuppertal, Ralf Füchs von der Böll-Stiftung, wir haben die Wirtschaftsförderung Ruhr eingeladen und so weiter. Und wir bitten einfach darum, dass ihr zahlreich kommt, damit wir Input bekommen, damit wir daran weiterarbeiten können, unsere wirtschaftliche Kompetenz, die wir haben, weiterzuentwickeln. So, anmelden könnt ihr euch ab jetzt. Vorne gibt es ein paar Flyer, da seht ihr auch, wer alles kommt. Und was ich ganz toll finde, ist, dass die Landesgeschäftsstelle es geschafft hat, ihn auch in unserem Jahreskalender mit zu bewerben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang. Die Anmeldung ist, wie er sagte, ich hoffe, das habt ihr alle trotz der starken Nebengespräche, die hier stattfinden, mitgekriegt, eröffnet. Ihr könnt euch anmelden, um daran teilzunehmen. Jetzt darf ich Harald Schwalbe, dem Wahlkampfkoordinator des Landesverbandes, das Wort geben. Bitte schön. Ja. So. So, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Also, ich wollte noch mal kurz einen Rückblick geben auf die Primaries. Alle, ihr habt heute alle mehrere Zettel auf euren Stühlen gefunden. Da wollen wir euch nämlich noch mal bitten, die Primary auch vor Ort als Aktion zu sehen, um frühzeitig in den Europawahlkampf zu starten. Auf diesem Zettel, den ihr alle auf euren Stühlen habt, stehen verschiedene Ideen drauf, die man als Kreis- oder Ortsverband machen kann. Stehen auch verschiedene Ideen drauf, die man als Privatperson machen kann, weil es ist einfach wichtig für den Erfolg der Primaries, dass einfach auch die Wahlbeteiligung hoch ist. Und wir bitten euch, nutzt verschiedene Dinge als Kreis- und als Ortsverband, als Aktion ein mobiles Wahlstudio, zum Beispiel in meiner Fußgängerzone zu machen, eine Veranstaltung dazu zu machen. Ladet euch Landesvorstandsmitglieder oder Abgeordnete ein, die euch sicherlich gerne unterstützen. Postet das Ganze bei Facebook, bewerbt es über Twitter, viele Kanäle, also auch Dinge, die jeder selber machen kann. Das ist sozusagen das Paket. Und jetzt kommt noch was, wo ihr uns wirklich sehr, sehr helfen könnt, im Sinne von Aufräumen gleich. Da vorne unter dem Tisch an unserem Infostand stehen noch ganz viele Kartons mit ganz vielen dieser Flugblätter. Und alles, was ihr schon mitnehmt, habt ihr, könnt ihr gut Werbung mitmachen und das ist dann schon mal bei euch und ihr könnt das für Aktionen etc. nutzen. Da sind ein paar tausend, die hat die EGP gerade mitgebracht. Das sind Materialien, die ihr einfach mitnehmen könnt und wir hoffen, dass ihr die gut unters Volk bringt. Bis zum 28. Januar läuft der Wahlzeitraum ja noch und
wir würden uns freuen, wenn ihr entsprechende Aktionen auch macht. Bei Rückfragen meldet euch gerne bei uns. Danke, soweit erstmal und alles Gute. Vielen Dank, Harald. Als nächsten Herren für die Füllung der Pause darf ich Arndt Glocke ans Redepult bitten. Er möchte was zur Spendendose der AIDS-Hilfe sagen. Bitte schön, Arndt. Genau. Also ihr Lieben, der Sven hat das ja schon gesagt, heute ist Welt-AIDS-Tag. Und wir waren eben in der Fußgängerzone in der Schildergasse. Heute ist in Köln verkaufsoffener Sonntag und da war sehr viel los. Und der Arif Ünal unter anderem aus der Landtagsfraktion und eine ganze Reihe von anderen grünen Politikern und auch aus anderen Parteien und Sportler und was auch immer, Schauspieler, haben da gesammelt für die AIDS-Hilfe. Und ich hab selber diese, also jeder bekommt dann eine Dose, auch mit Nummer und Namen. Und mein persönlicher Ehrgeiz ist, dass ich natürlich diese Dose morgen einigermaßen gut gefüllt wieder bei der Kölner AIDS-Hilfe abgebe. Und deswegen würde ich sie jetzt gerne hier nochmal durch die Reihen geben lassen, auch 20 Cent, 50 Cent, was auch immer, alles gern genommen. Es geht um die Arbeit der AIDS-Hilfe. Wir haben in Köln über 5000 HIV-Infizierte. Wir haben es, glaube ich, geschafft, durch viel Aufklärung, durch viel Informationsarbeit die Rate möglichst gering zu halten. Deutschland hat im europäischen Vergleich oder im weltweiten Vergleich mit einer der geringsten HIV-Infektionsraten. Das liegt an der guten Arbeit, die geleistet wird, an viel Information in der Öffentlichkeit. Und damit das weitergeführt werden kann und damit das auch nicht sozusagen, damit es eine eigenständige AIDS-Hilfe gibt, die nicht immer nur staatlich unterstützt wird. Dafür ist die Sammelaktion. Ich würde es jetzt gerne rumgehen lassen. Und jeder, der von euch, was auch immer, 1 Euro, 2, 50 Cent etc. zur Verfügung hat, würde ich euch bitten, das da reinzutun. Danke, dass ich das gerade sagen durfte. Vielen Dank, Arndt. Damit es am Ende nicht mehr so klappert, sondern irgendwie ziemlich voll wirkt. So, Arndt, hattest du auch gesagt, wo die Dose endet, also wo sie wieder abgegeben werden soll? Am Empfangstisch? Hier vorne. Gut, also, da finden wir sie wieder. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, wir haben ein Ergebnis. Ich nehme die Spannung raus. Wir werden in einen zweiten Wahlgang gehen müssen. Die wunderbaren Jungs und Christine übertragen gerade wieder das Ergebnis, sodass ihr es auch gleich auf der Leinwand nachvollziehen könnt. Ich sage euch aber erstmal, wie das Ergebnis lautet. Und zwar, es wurden insgesamt abgegeben 50 Stimmen. Damit lag das Quorum bei 26 Stimmen. Es entfielen auf Christine 5 Stimmen, auf Manfred 1 Stimme. Auf Patrick 4 Stimmen, auf Arndt 6 Stimmen und auf Stefan 11 Stimmen, auf Peter 23 Stimmen. Nach dem von euch verabschiedeten Wahlverfahren sieht es so aus, dass im zweiten Wahlgang antreten können Peter Alberts und Stefan Volpert. Ich frage die beiden. Peter Alberts, möchtest du im zweiten Wahlgang wieder antreten? Wunderbar. Stefan Volpert, möchtest du im zweiten Wahlgang nochmal antreten? Ja, damit haben wir zwei Bewerber im zweiten Wahlgang. Auch hier gilt, wenn der Stimmzettel gleich verteilt ist, ist schon verteilt. Der Stimmzettel ist verteilt, das ist super. Das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Ihr tragt ein entweder Peter Alberts oder Stefan Volpert. Also ihr müsst euch für einen Namen entscheiden oder ihr wählt alle Nein oder alle Enthaltung. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Und das Podium würde gerne auch abstimmen und hätte gerne Stimmzettel.
So, wunderbar. Wer konnte seine Stimme noch nicht abgeben? Da hinten noch, ach, eigentlich sind es noch ganz schön viele. Guckt ihr mal ein bisschen. Wunderbar, da hinten bräuchte es noch Stimmeneinsammlungen. So. Zeigt ihr noch mal auf, wer noch nicht die Gelegenheit hatte, seine Stimme abzugeben. Das wäre schön, wenn wir das relativ zügig jetzt abschließen könnten, denn die Zeit, ich möchte sagen, drängt. So. Wunderbar. Damit sehe ich keine weiteren Wünsche mehr, noch Stimmen abzugeben. Und doch, sind noch vereinzelt. Alles klar. Ich sehe keine Karten mehr oben. Ja. Wunderbar. Konnten jetzt alle ihre Stimme abgeben? Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe den Wahlgang und wünsche viel Spaß beim Auszählen. Unser Landesvorsitzender Sven Lehmann möchte jetzt noch mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Und ja, ihr Lieben, ich würde gern noch diese kurze Pause nutzen, um auf zwei ganz, ganz wichtige Termine Anfang nächsten Jahres hinzuweisen, weil wir wählen ja am 25. Bärbel. Bärbel, wir wählen am 25. nicht nur das Europäische Parlament, ne, sondern auch die Stadträte, die teilweise ihr Bürgermeister, die Bezirksvertretungen, die Kreistage. Und wir wissen, dass ihr euch sehr, sehr intensiv schon vor Ort vorbereitet auf diese Kommunalwahl, zum Beispiel bei einer ganz, ganz tollen Programmwoche, wo sehr, sehr viele Kreisverbände teilgenommen haben, also großartig. Und wir bereiten uns auch natürlich darauf vor, indem wir die Kommunalwahlkampagne gerade entwickeln. Und zwar gemeinsam mit dem Bundesverband, gemeinsam mit der Europäischen Grünen Partei, damit das auch wirklich eine Kampagne aus einem Guss wird und mit weiteren 7 Landesverbänden, wo auch Kommunalwahl ist. Diese Kampagne wollen wir euch dann, wenn sie fertig ist, intern, bevor das sozusagen an die Öffentlichkeit geht, präsentieren am 12. Januar. 12. Januar. 12. Januar ist der Tag, wo wir eingeladen werden, jetzt die nächsten Tage zu einem großen Jahresauftakttreffen. Alle Kreisvorstände, alle LAG-Sprecherinnen, Sprecher, die Bezirksvorstände, alle Abgeordneten, um in altbewährter Runde dann auch diese Kommunalwahlkampagne euch intern zu präsentieren. Also ein ganz, ganz wichtiger Termin mit der Bitte, euch den vorzumerken. 12. Januar in Gelsenkirchen, interne Präsentation der Kommunalwahlkampagne. Zweiter ganz, ganz wichtiger Termin ist ein Sonderparteitag, den wir machen werden, und zwar am 5. April. Der 5. April ist ein Samstag und es war eigentlich ursprünglich in euren Terminkalendern vorgesehen, der 6. April für einen Landesparteirat. Wir haben aber jetzt beschlossen, dass wir vor der Kommunalwahl nochmal eintägig einen großen Sonderparteitag machen möchten, wo wir erstens uns nochmal wirklich auf die Kommunalwahl einstimmen, also eine kommunalpolitische Erklärung diskutieren, verabschieden, aber auch die Listen wählen zu den Landschaftsverbandsfraktionen, zu den Regionalräten und zum Regionalverband Ruhr. Wir haben ja kommunale Gliederungen in Nordrhein-Westfalen, die eben nicht vor Ort dann bestimmt werden, sondern auf einer überregionalen Ebene, also Landschaftsverbände, Regionalräte und Regionalverband Ruhr. Und die wollen wir am 5. April auf einem großen Sonderparteitag dann wählen und verabschieden und gleichzeitig kommunalpolitisch uns einstimmen. Also zwei ganz wichtige Termine Anfang nächsten Jahres. Die werden auch natürlich rund gehen. Wo, das geben wir noch bekannt, dann mit der Mail, die jetzt rauskommen wird. Aber auf jeden Fall 12. Januar Gelsenkirchen im Wissenschaftspark. Dort halt, wie gesagt, Einstimmung, Kommunalwahlkampagne. Und dann 5. April ein Sonderparteitag, Sonder-LDK mit der Wahl der Listen und auch kommunalpolitische Erklärung, uns da dann gemeinsam einzustimmen. Also es wäre toll, wenn ihr das bekannt macht. Wir werden das in den nächsten Tagen nochmal auch wirklich breit in der Partei vermählen. Aber bitte da auch um eine große Präsenz, weil natürlich diese Kommunalwahl gemeinsam mit der Europawahl ganz besonders wichtig ist für den Landesverband. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Sven. Nochmal 12. Januar und 5. April. Kommuniziert an eure Kollegen in den Kreisverbänden. Wir haben jetzt so richtig keinen Pausenfüller mehr. Ihr habt ein großes Redebedürfnis miteinander. Dann will ich jetzt einfach mal sagen, wir warten das Ergebnis ab. Ihr redet in der Zeit, vernetzt euch, tauscht eure Ideen aus. Wir
können aber, da würde ich einmal noch mal ernsthaft jetzt um Aufmerksamkeit bitten wollen. Können Sie mir noch mal einmal zuhören? Das ist jetzt wichtig. Hallo? Ich fände es ganz wichtig, dass wir den Frauen und Männern, die heute uns sozusagen und unsere Sprache übersetzt haben in Gebärdensprache, auch hier vorne mit einem ganz großartigen Applaus zu danken für die tolle Arbeit, die sie wieder machen. Ganz toll, herzlichen Dank. Jetzt habt ihr Zeit, euch zu vernetzen, und sobald das Ergebnis da ist, hört ihr wieder von uns. So, und bevor alle mit der Tasche in der Hand hier jetzt auf das Endergebnis hoffentlich, dass wir dann eins haben, warten, möchte ich meinen Dank auch nochmal aussprechen an unser wunderbares LPR-Präsidium. Herzlichen Dank, liebe André, liebe Corinna und liebe Mona, dass Sie uns heute den Sonntag so souverän und sympathisch durchs Programm geführt habt. Und das soll natürlich auch nicht nur bei einem schnöden Dankeswort bleiben, sondern das wird auch in Naturalien hier belegt. Sven, unser Geschenk. Nein, das wird jetzt vor dem Ergebnis knallhart durchgezogen. Wir haben leckere Entspannungsgetränke für euch. Und da fehlt jetzt die dritte Flasche. Wo ist die dritte? Du kannst ja schon mal anfangen. Also André trinkt am liebsten Rotwein, glaube ich. Mona trinkt alles. Ich trinke Gin Tonic. Das ist eine Unterstellung. Aber ich trinke gerne Wein, ob rot oder weiß. Auf jeden Fall wird es gleich leckere Getränke geben. Das jetzt, Veronika, danke, Veronika. So, jetzt können wir auch die Geschenke schon überreichen. Sven, hier, André. Nee. So. Ich sage euch jetzt zu, wenn es eine Feier gibt am 25. Mai vom Landesverband, werde ich diese Flasche Wein spenden. Für euch. aber wir müssen gar nicht mehr lange dafür sorgen, dass ihr miteinander reden könnt, denn wir haben ein Ergebnis, das ich euch gerne verkünden möchte. Es wurden insgesamt 47 Stimmen abgegeben. Davon waren 2 ungültig, 45 gültig. Das Quorum lag dementsprechend bei 23. Es gab eine Enthaltung und eine Nein-Stimme. Auf den Stefan entfielen 10 Stimmen und auf den Peter entfielen 33 Stimmen. Und damit hast du, Peter Albers, das Votum des Landesverbandes. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind wir jetzt wunderbar am Ende der Veranstaltung. Schaut mal auf eure Uhren. Wir hatten gesagt, 16 Uhr ist Schluss. Ich finde eine Punktlandung. Aber die 4, die heute unser Votum bekommen haben, sind noch nicht entlassen, sondern mögen sich bitte hier vorne fürs Foto einfinden. Und wir danken natürlich ganz, ganz besonders unserer Landesgeschäftsstelle für diesen wunderbaren Service hier. Und ja, schönen Sonntag noch.